20 участники. Just keep going on so you will see how everything will end well, though it still may depend on your skill. I catered for these circumstances and hands carry needle and stitch in my pants, but yet needle and thread can bear dangers instead. If you're clumsy and plump and all fingers and thumbs, it might just turn out bad, especially when it comes to delicate operations like that. Hallo, ganz ohne Hall heute. Mal gucken, wie das wird. Du wolltest
wolltest was Besonderes haben, hast es nicht bekommen. Hast schließlich im Vorbeigehen einfach irgendwas genommen, was irgendwie den Zweck erfüllt, nicht ganz so exklusiv war. Ruckzuck war es aufgebaut, noch steht es krumm und schief. Aber jetzt ist es zusammengeschraubt und wird nicht mehr verrückt. Unsere Liebe, sein Ikea-Möbelstück. Hey du, ich glaub, hier fehlt ein Time-Prospekt, das anders aus. Es muss wohl erstmal halten, weil ich will heute nicht mehr raus. Was stand in der Gebrauchsanleitung, weiß nicht, war auf Schwedisch. Ich finde es ganz okay so, auch wenn es ein wenig schräg ist. Wer bringt schon, was er mühsam aufgebaut hat, gern zurück. Unsere Liebe, sein Ikea-Möbelstück. Es ist noch kein Design, doch dafür ist es praktisch. Es ist nicht ideal, es ist das Billigregal, es ist der 10-Euro-Lacktisch. Das Ganze war am Anfang ein recht wackeliges Konstrukt und nicht einmal der Farbton war wie außen abgedruckt. Doch ruckzuck war es aufgefüllt mit Kram, der sonst keinen Platz hat. Und unter all dem ganzen Müll sieht man kaum noch die Kratzer. Und wenn Besuch vorbeikommt, tut er so, als sei es schick. Unsere Liebe, sein Ikea-Möbelstück. Es ist zwar kein Design und nein, es ist auch nicht aus Eiche. Es ist bequem und außerdem ey, gar kein Grund, sich zu schämen, denn deine Eltern haben genau das Gleiche. Zerstör dir nicht aus Angst vor Fantasiemangel dein Glück. Unsere Liebe, ja, unsere Liebe und auch eure Liebe. 90% aller Liebe auf dieser Welt sind ein Ikea-Möbelstück. So, die Nummer. Ganz ohne Hall heute, muss ich gar nichts mehr umstecken. Nur die Gitarre muss ich wegstecken. Hallo. Ach, ihr guten Menschen da draußen im Netz. Ja. Hatte nicht so richtig Zeit, das vorzubereiten. Da dachte ich, ich mache einfach nur das. Das geht immer. So. Wer ist denn alles da? Frankensteins Ping ist da. Wen haben wir denn da? Escaping ist da. Bassping ist da. Oh, der Hype Train ist da. Hup, hup. Die Sausebahn ist auch schon da. Bassping, Marziping, Esri, Neuping, verhältnismäßig, Scienceping. Ronja ist da. Kein Ping, möchte ich annehmen. Würde ich aber auch nicht drauf schwören. Magda Act ist da, kenne ich auch nicht. Aber schönen guten Nachmittag, auch dir. Kyoma 909 ist da, hallo, Cameron 9, ganz viele Neuner, wo wir doch sonst immer die Achter hier im Chat haben, jetzt sind die Neuner dran heute, wir sind also ein Level weiter quasi. Don Metallo ist da, hallo, guten Tag. Was stand in der Gebrauchsanleitung, weiß nicht, war auf Schwedisch, genau, Okami hat mitgesungen quasi, da freue ich mich drüber. Cameron, danke fürs Subben und dasselbe geht natürlich an unseren Lord of the Pings, Churchy99, ebenfalls ganz viele Neuen, ne? Also ich habe jetzt, der Trend geht weiter. Danke auch dir natürlich fürs 7. Mal schon, 7 Monate. Damit hast du dir auch übrigens, auch schon im letzten Monat quasi dein 6 Monate Abzeichen und damit den vollständigen Ping komplett verdient. Wen haben wir hier noch? Ananchan, oft gelesen. Hallo. Der Science Ping hat sofort ausgerechnet, zu so einem Anlass spendiert man auch mal 99 Smufti. Dankeschön dafür. Der Schwellenpreis unter den Streams heute nur hier und exklusiv. Was auch daran liegt, musste auch gar nichts umstellen, ne? Der letzte Stream war ebenfalls ein. Für alle, die nicht wissen, was passiert. Poki Real.
reagiert. Tju. Genau. Oh, Alina Trix hat heute offensichtlich Geburtstag. Dann gratuliere ich doch. Dann können wir auch noch einen kleinen Geburtstagssong hinterher werfen. Alina Trix. Warte mal, kann ich den auswendig? Muss ich dafür spicken? Ich guck mal, ob ich überhaupt einen Spickzettel hier auf dem... Hallo Raider, alle fünf von Bongsa Place. Schön, dass ihr da seid. Macht es euch bequem. Mein Name ist Poki. Tina, dankeschön fürs Subben. Mann. Hier ist ja was los. Hier ist ja richtig was los. Oh, noch 1%, dann haben wir das nächste Hype Train Level. Da muss doch irgendjemand irgendwas tun, sonst verpufft es hier quasi. Schau mal! Oh, wie nett! Nee, leider nicht. Oh, dankeschön. Oh! Das war ein bisschen übertrieben. Scheint hier. Danke, Frankensteins Pink. Aber ich wollte hier einen Geburtstagssong. Den muss ich mir jetzt aus dem. Warte mal. Die Rohrpost VHS-Kassetten. 5¼ Zoll Disketten. Ich hab den Text nicht hier. Ich muss mir das echt aus der Erinnerung kramen. Die Rohrpost VHS-Kassetten. 5¼ Zoll Disketten. Der Paternoster und die Videothek erfüllen heute noch ihren Zweck. Lass dich also nicht unterkriegen, denn selbst so coole Apparaturen wie 5¼ Zoll Disketten, Kaffeemühlen und Kuckucksuhren. Wie geht er weiter? Haben noch mehr Jahre auf der Uhr. Haben noch mehr Jahre auf der Uhr als du. Ah, nee. Ach, super, 8 Filmprojektoren, danke. Kaffee, Mühlen und Bleisatzdrucker haben noch mehr Jahre auf der Uhr als du. Und sie sind trotzdem immer noch wichtig für die, nützlich für die Gesellschaft. Wir alle werden alt, mein herzlichsten, mein herzlichsten zum Maruba-Geburtstag ist es, ja, shit, oh Mann, ich kann's nicht mehr. Mein herzlichsten zum Maruba-Geburtstag ist es wahr, du bist nicht mehr die Jüngste, doch wir alle werden alt. Muss es schlimmer kommen. Oh shit, ich kann den Text nicht mehr. In ein paar Jahren schon. So sabberst du und stinkst du. Wir alle werden alt. Wir alle werden alt. Zweite Strophe. Stalagniten ist das zweite. Stalagniten, die Gizeh-Pyramiden, der Papst und die, der Mars und die Sixtinische Kapelle. Niagara-Fälle, der Buchdruck und der Landensuh, die haben alle eins gemeinsam, die sind noch älter als du. Was wollte ich sagen? Die Liste ließe sich noch nach Belieben komplettieren. Naja, so richtig nach Belieben vielleicht nicht unbedingt, aber mit etwas Grübeln fielen mir bestimmt noch 2-3 weitere Spiegelstriche ein. Sowas wie die Gizeh-Pyramiden. Obwohl, nee, warte mal. Die
hatten wir schon, aber irgendwie sowas halt. Wir alle werden alt, mein herzlichsten zum Geburtstag, es ist wahr. Du bist nicht mehr die Jüngste, wir alle werden alt. Es könnte schlimmer kommen, in ein, zwei Jahren schon. Da gammelst, furzt und stinkst du doch, wir alle werden alt. Wir alle werden alt. Ein total vermasseltes Geburtstagsständchen von mir für dich. Person, die du im Chat wieder nach oben gerollt bist. Und deren Namen ich entsprechend jetzt nicht mehr lesen kann. Ich mag die. So. Ich habe heute einfach auch Geburtstag. Von wegen. So geht's hier aber nicht. Bin ich noch rechtzeitig oder hast du schon angefangen? Nee, ich habe noch nicht angefangen. Na, hübscher Mann. Oh. Will mir da jemand schöne Augen machen? So, wo ist denn jetzt hier das Geburtstagskind? Ich sehe es nicht mehr. Achso, das war Alina Trix mit 3Z, oder? Ah, ja, so. Jetzt ist das andere das zweitschönste Geburtstagslied, das du heute bekommen hast. Aller Anfang ist schwer zu definieren. Genau. Also ich habe heute wirklich Geburtstag. Naja. Schneidet sich ja jeder so seine Scheibe. Auch über habe ich neulich mal geredet. Über den Spruch. Aber wenn dem so ist, dann wünsche ich dir natürlich auch alles Gute zum Geburtstag und dann gilt aber dieser Geburtstagssong für dich gleich mit. Ich kann jetzt nicht den ganzen Tag nur Geburtstagslieder singen. Ich habe heute nicht Geburtstag. Warte mal, zum Nicht-Geburtstag. Habe ich was zum Nicht-Geburtstag? Ich muss mal kurz gucken, ob ich das hier habe. Nee, wahrscheinlich nicht, leider. Ich glaube, das war noch... Oder? Doch, vielleicht. Warte mal. Ich muss einmal kurz hier alles auf... ich bin mir nicht sicher, ob ich das so bringen kann. Nee, das ist es nicht. Das ist es nicht. Wo könnte es denn noch sein? Mal gucken, ob das was kann. Ich hoffe, das verzeiht mir. Haben Anne und ich für eine Freundin gemacht, die ist in dem Video auch zu sehen, aber die verzeiht mir das sicherlich. Dass sie hier zu sehen ist in dem Video. Mehr oder weniger. Moment. Dann ist das hier jetzt der Nicht-Geburtstagsgruß. Achtung. Ich weiß nicht. Nee, warte mal. Ich glaube, ich werde demonetarisiert, wenn ich das mache. Dann muss ich das nachher wieder rausschneiden. Ach, ist egal. Mache ich trotzdem so. Ja, das müssen wir natürlich alles rausschneiden für das VOD nachher, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass Disney sowas nicht so einfach so freigegeben hat, den Soundtrack. Deswegen machen wir jetzt einen kurzen, sowas wie einen Cut für die für alle Leute, die sich das hier auf YouTube angucken und sagen, oh, da habt ihr jetzt eben was verpasst. Ich musste das leider rausschneiden, liebe YouTube-Gucker. Aber das war aber cool. Das war richtig schön. Sag doch mal selber, Chat. War das gut? War das der Hammer? War das nicht das Sensationellste, was ihr jemals gesehen habt?
Wow, schade, dass ich das so rausschneiden muss. Ging so? Was? Das war so krass. Oh, nein, leider auf YouTube nicht machbar. Oh nein. Ja, ihr Armen. Ja, wärt ihr mal live dabei gewesen, wa? Ich bin immer noch total duselig. So, wie kriege ich denn das jetzt hier weg? Das ist irgendwie immer noch auf... mein Stream hat gebuffert. Ich hab's verpasst. Das ist ja dumm. Da hast du aber auch richtig was verpasst. So. Wie finde ich eigentlich raus, ob unsere Freundin heute durch einen kosmischen Zufall tatsächlich Geburtstag hat? Müsste ich eigentlich auswendig wissen, ne? Ich glaube, es ist eher ein Aprilkind gewesen. Achso, vielleicht einfach das Datum vom Video mir angucken. Das wäre ja ein guter Hinweis. 13. April. Aber 13. April ist doch der Geburtstag von meinem Bruder, oder nicht? Naja. Das hätte ich gewusst, wenn das am selben Tag wäre. So. Das war fast so gut. Oh. Von einem Entrepreneur. Das bin ich. Pokinson. Oh. Dankeschön, sehr schön gesagt. Dariel Deadshot. So. Was machen wir denn heute eigentlich? Ach so, wir haben, machen das hier, ne? Für alle, die nicht wissen, was passiert, Poki reagiert. Wie bist du eigentlich zu deinem Spitznamen Poki gekommen? Oh, das erzähle ich lang und breit in Folge 5. Einfach nochmal nachher im Anschluss auf YouTube Folge 5. Ich weiß es nicht. War es wirklich Folge 5? In irgendeinem der Streams habe ich das erzählt. Kann das nochmal jemand kurz nachrecherchieren? Quatsch. Das ist, glaube ich, kann mal kurz irgendjemand die ganzen 60 Stunden, die wir bislang aufgenommen haben, nee, stimmt nicht, 60 dürfen es nicht sein, aber 30 sind es bestimmt, 30 Stunden Videomaterial durchsichten, an welchem Punkt ich erkläre, wie ich zu meinem Spitznamen gekommen bin, das wäre sehr nett. So, also, diese Woche auch wieder zwei Streams, beziehungsweise, genau, den letzten hatten wir Mittwoch, dann habe ich keinen, wie es meint, normalerweise hätte ich Donnerstag oder Freitag noch einen kleinen mittäglichen Coworking-Stream, so ein Streamchen, so zweieinhalb angebrochene Stunden zeichnen, gemacht. Aber das habe ich bleiben gelassen, denn ich war zum Podcast eingeladen. Und jetzt darf ich es auch erzählen, hoffe ich, bei wem ich da eingeladen war. Ich war bei Uke eingeladen. Der gute Uke, bekannt aus dem aus dem Rocket Beans Kosmos. Der macht zusammen mit dem Andy Strauß, ebenfalls aus dem Rocket Beans Umfeld, einen schönen Podcast namens Teetit. Also Teezeit sozusagen. Und da wird Tee getrunken und ich glaube, erst zweimal oder ein oder zweimal, die waren sich nicht ganz einig darüber. Nee, Uke Bosse. Die waren sich nicht ganz einig darüber, ob ich der zweite oder der dritte Gast in der langen Historie von Teetit war. Und das war richtig schön. Ja, das hat mir großen Spaß gemacht und irgendwann in den nächsten Tagen, schätze ich mal so, kommt die Folge dann auch raus. Überall, wo man
wo man Podcasts hören kann. Ja. So, jetzt gucke ich mich mir mal an, ob ihr noch Fragen habt, weil wir streamen ja noch gar nicht so lange. Da kann ich ja jetzt nicht schon anfangen. Ich könnte das allerdings mal vorbereiten, dass wir gleich anfangen können zu. Zu St den Stream zu gucken quasi, was wir ja immer so machen. Das Let's Play von Erik. So, diesmal habe ich mir das nämlich nicht, habe ich das nämlich nicht gut vorbereitet. Ausnahmsweise. Sonst bin ich ja immer sehr gut vorbereitet. Aber diesmal nicht. So. Moment, ich muss einmal, während ihr euch schon gute Fragen überlegt, muss ich hier nämlich noch mal gucken. Bestimmt hier. Da speichert er nämlich gerade ab. Ja. Das war der Augenblick. Aufnahmepause im Hause Range. Da waren wir. Okay, da habe ich das jetzt schon mal vorbereitet für gleich. Aber bis es soweit ist. Oh, Lord of the Pings hat jetzt das 1,5-Ritter-Spiel zu Hause. Ich hoffe, ich habe dich da nicht reingequatscht. Ich hoffe, du musstest nicht irgendeinen komischen Sammlerpreis dafür bezahlen. So. Kitty, schön, dass du da bist und schön, dass du mein neues. Seht ihr, ich habe übrigens nicht zu viel versprochen. Die Lurk-Animation habe ich überarbeitet. Ich hab diese hässlichen Stellen im Hintergrund hab ich entfernt. Jetzt funktioniert es wunderbar vor dunklem Hintergrund. So. Ach so, das Poki, Anne, Gunnar, das hier sind unsere Farbcodes gewesen für, also sind sie natürlich irgendwie immer noch. Das sind unsere Farbcodes für die Untertitelung unserer Freizeitshorts. Genau, Gunnar hat so ein Bordeaux-Rot, Anne ist blau und ich bin gelb gewesen. Also die Schriftfarbe sozusagen. Und damit wir da nicht immer nachgucken müssen oder immer leichte Unterschiede haben, haben wir uns quasi die Farbcodes einmal aufgeschrieben und die immer wieder benutzt. Das steht da. Warum haben viele Spiele von Dedelic kein Happy End? Tja, weil ich tief in meinem Innersten eine zynische Person bin. Das ist der Grund, warum meine Spiele keine Happy Ends haben. Ich bin eine zutiefst zynische Person. So. Oh. Genau, oder um es mit anderen Worten zu sagen. Ich bin nicht gebaut für Happy Ends. Ich bin nicht gebaut für Happy Ends. Ich bin nicht gebaut für Happy Ends. Ich bin nicht
gebaut für Happy Ends. So, deswegen. Einfach, so, jetzt kann irgendjemand quasi einen Link... Oh, danke schön, Cameron. Cameron 9. Einer unserer Neuner heute. Ich sollte heute kegeln gehen bei so vielen Neunern. Dankeschön fürs Cheeren. So. Habe ich übrigens schon Rolotron und Tina fürs Sub mich bedankt? Nee, habe ich nicht, ne? Ich bedanke mich auf jeden Fall. Falls ich es doch schon gemacht habe, dann doppelt hält besser. So. Ja. So. Tja, nächste Frage. Ich bin gerade im Fragen beantworten Wahn. Guck mal jetzt wieder meine gesunde Gesichtsfarbe an. Das ist ein subtiler Effekt, aber ich bilde mir ein, es bringt etwas. Was könnte das Gesicht für den für die Kachel sein? Oder das. Naja. Ich muss immer Kachelgesichter machen einmal. Damit, aus Gründen. Keine weitere Erklärung nötig. Machst du eigentlich auch Music-Only-Streams? Ja, naja, was heißt Music-Only-Streams? Wo ich halt die ganze Zeit über nur durch Musik mache, das wohl nicht. Aber wir machen einmal im Monat, machen wir mit der Band, versuchen wir zumindest mit der Band einen Stream zu machen. Das ist unser sogenannter Stream in Team. Und ach, bei der Gelegenheit, wo du es gerade sagst, könnte ich ja gleich mal meinen... Ach nee, warte mal, das geht immer nicht, während der Stream schon läuft, ne? Da kann ich irgendwie auf meinen Kalender nicht zugreifen. Aber wir haben schon einen Termin für unseren nächsten Stream im Team, wo wir mit der Band zusammen dann Musik machen. Genau, und das ist ein bisschen hübscher denn als das, was ich hier so zusammengeschrammelt bekomme. Weil es einfach hübscher ist. So, wo steht der da drin? Wo ist der denn, der Stream? Komisch, das steht hier gar nicht drin. Ist ja blöd. Na, das ist ja blöd. Ich glaube, der ist schon nächste Woche Sonntag, müsste der sein. Das wäre der 25. Nee, doch, der 25. Ist ja die letzte Gelegenheit, um im Februar noch einen zu machen. Mir kommt das so vor, als sei das richtig. Ich sag's mal mit Vorbehalt und ich trage es in meinen Streaming-Kalender ein, sobald ich mir da Gewissheit geholt habe. Ich frage mich, warum das in meinem Kalender hier nicht drin steht, aber ja, am Sonntag streamen wir ja immer unseren Bandstream und so der nicht ausfällt, müsste er für diesen Monat am 25. sein. So. Lieblingsband. Meine Lieblingsband? Gute Frage. Die einfachste Antwort wäre möglicherweise zurzeit Deichkind.
Oder Schlimmer Finger. Das, das ist das aktuelle Projekt von unserem Finn. Und das ist extrem gut, was die machen. Das geht so ein bisschen in die Deichkind-Richtung. Ja, das genieße ich sehr. Großstadtgeflüster ist so ein bisschen die Band, Lieblingsband. Die Lieblingsband eurer Lieblingsband. Und mir fallen bestimmt noch viele, viele Sachen ein. Die ein bisschen naheliegender sind. Als ich jünger war, fand ich das Ende von Deponia 3 kacke. Ja. Ja. Wie habe ich gelernt, Gitarre zu spielen? Ich habe mir von Freunden, die es gelernt haben, Akkorde zeigen lassen. Da muss ich so 15 gewesen sein, um und bei. Da habe ich damals, wollte ich mich musikalisch ausdrücken und habe mir von Mitschülern, Befreundeten, das A-Moll und das E zeigen lassen. Den Rest habe ich mir selbst rausgesucht. Genau. Den Rest habe ich mir dann irgendwie selbst beigebracht. Immer nachgeschaut, wenn ich irgendwas gebraucht habe oder halt selbst auf der Gitarre gesucht. Ich konnte ein bisschen Klavier spielen, deswegen wusste ich halt, welche Töne zu den Akkorden gehörten. Und dann habe ich halt irgendwie immer geguckt sozusagen, welche Saiten muss ich denn zuhalten, damit ich nur Töne spiele, die zum Akkord gehören. Und in den meisten Fällen habe ich dadurch die richtigen Schlüsse gezogen, sage ich mal. Es spielt aber auch ein bisschen weird für Leute, die es gelernt haben. Die finden das teilweise befremdlich, was ich mache, aber nur teilweise. Im Grunde spiele ich genauso Gitarre wie die meisten anderen auch. So, ja, es geht gut. Es geht sehr gut, es geht sehr gut. Dein allererstes Game, welches vermutlich auch gar nicht veröffentlicht wurde, weil du nur testweise Programmieren gelernt hast oder ähnliches. Das habe ich auch neulich schon mal im Stream erzählt. Das allererste Spiel, an dem ich gearbeitet habe, war in einer Projektwoche in der Schule. Da haben wir mit Visual Basic auf einem Amiga 2000 oder so haben wir versucht, ein menügesteuertes Adventure zu machen. Das quasi so ein bisschen funktionierte wie ein Point-and-Click-Adventure, bloß eben, dass man es über Menüs steuern konnte. Die Verben waren halt alle in Menüs und auch die Objekte. Und so konnte man über die Dropdown-Menüs sozusagen sich so Befehlsketten zusammenbasteln. Das Spiel hieß, sollte ein Star Wars-Spiel werden. Und es hieß das Death Star Disaster. Und wir haben dem Amiga 2000 auch beigebracht, das zu sagen. The Death Star Disaster. Da waren wir sehr stolz. Ansonsten sind wir nicht fertig geworden. So. Habe ich aber neulich schon mal erzählt, genau. Jetzt wiederholen sich die ganzen Infos. Ich hab auch nur drei Anekdoten zu erzählen. Also gut, dass du es nochmal gefragt hast. Weil wir gerade beim Thema Musik sind, ich möchte jetzt auch einmal eine Frage stellen. Was hat es eigentlich mit dem Titel, war dieser Song überhaupt im Spiel von Edna, vom Edna-Soundtrack auf sich? War dieser Song überhaupt im Spiel? Das weiß ich nicht mehr tatsächlich. Da müsste ich einmal kurz nachgucken und nachhören.
ist das der, die gibt es ja eigentlich gar nicht mehr. Wen war dieser Song überhaupt im Spiel? Jetzt hören wir einmal rein, wenn das noch geht. Nee, ist leider nicht mehr da, ne? Hast du gerade deine Kamera ausgemacht? Hm? Nee, habe ich nicht. Ich glaube, das war eben möglicherweise von irgendeinem Podcast. Das war aber nicht das, was ich wollte. Ich wollte, war dieser Song überhaupt im Spiel anklicken. Aber ich glaube, dieser Inhalt ist nicht verfügbar. Ja. So, mal gucken, ob ich das noch irgendwo anders rausfinde. Welcher ist denn das? Eine Minute und drei. Ist das der Edna bricht aus Song? Also der am Ende des... nee, ne? Ne, weiß ich es nicht. Schwer zu sagen. Tja. Tja, weil ich den nirgendwo mir anhören kann. Ist das problematisch, diese Frage zu beantworten für mich? Vielleicht haben wir die einfach nicht verwendet. Was ist deine dritte Anekdote? Das erzähle ich nächstes Mal. Habt ihr gemerkt? Did you see what I did there? So. Wir haben immer noch Zeit für ein, zwei Fragen und dann legen wir los. Also tatsächlich hat Finn damals, glaube ich, ein paar Layouts geschrieben, die ich teilweise einfach so, weil wir nicht so viel Soundtracks sonst hatten. Oh, wie nett! Oh, dankeschön, Okami. Das ist ja sehr honorig. Wow, 1, 2, 3, 6 Abos in die Runde geworfen. Dankeschön, Dankeschön. So. Und ich glaube, ich war mir überhaupt nicht sicher, ob dieser Song überhaupt im Spiel war. Deswegen habe ich den so genannt. So. Nee. Es gibt auch einen Grund, warum die, nee. Okay. Nächste Frage einfach. Jetzt ist mein Sub-Revolver leider leer. Alle 6 Kugeln verschossen. Aber guck mal, Blutauror hat einen abbekommen und freut sich sehr darüber. So. Kommt, jetzt haut noch mal ein, zwei Fragen raus. Man kann am PC eine runde Anzahl an Bits kaufen, aber mobil sind das so komisch krumme Mengen. Da kenne ich mich nicht mit aus, tatsächlich. Dieses Objekt übersteigt mein Fassungsvermögen. So.
Wenn ihr keine Fragen mehr habt, dann müssen wir ins Let's Play gehen. Und das will ich auf jeden Fall verhindern. Bevor nicht eine Stunde um ist. Was ist mein Lieblingssong von meinen eigenen Songs? Oh, das ist eine gute Frage. Vielleicht ist es von Alan Bells. Man mag ja immer das neueste Album am liebsten. Und mein Lieblingssong auf dem neuesten Album war von Alan Bells. Deswegen ist es möglicherweise von Alan Bells im Moment. Aber ich liebe sie alle. Tatsächlich. Außer ein, zwei. Hast nicht mitgerechnet, Lisa, ne? Dass ich hier tatsächlich eine Antwort auf die Frage habe. Was steht hier heute an? Ich werde, mir Gronkhs Let's Play zu Harveys neue Augen weiter angucken. Und wir sind jetzt schon in Folge 29, wenn ich richtig gesehen habe. Und es geht bis Folge 38. Das heißt, wir nähern uns langsam dem Showdown. Dann das steht heute an. Und nochmal anders ausgedrückt. Für alle, die nicht wissen, was passiert. Für dich. Poki reagiert. So. Ich reagiere auf den Kosmos hauptsächlich. warte mal, das sind ja tatsächlich, hast du musikalische Vorbilder? Ja, die habe ich. Aber nicht viele. Ich komme gerade bei Edna nicht weiter. Was muss ich tun? Wahrscheinlich musst du dir Elektroschocks geben. Das ist die Stelle, die am schwierigsten ist. Edna bricht aus. Um die Goldmedaille vom Puzzle-Wettbewerb von König Adrian zu gewinnen. Wahrscheinlich musst du das tun. Wie wurde sich damals für die Synchronstimmen entschieden? Bei Edna bricht aus. Wir haben jeden genommen, den wir kriegen konnten. Habe ich aber auch schon mal erzählt. Ich hatte zwei befreundete Schauspieler in Ausbildung und eine ausgebildete Sprecherin in meinem Freundeskreis. Die haben sich weiter umgehört für mich und vor allen Dingen die beiden Schauspieler in Ausbildung haben mir andere Schauspieler in Ausbildung aus ihrem Umfeld zugeschustert. So. Können die Frauen Deponia-Rufus wegen fehlender olfaktorischer Organe tolerieren? Achso, ja, hätten sie eine Nase, dann würden sie wahrscheinlich Rufus schwerer aushalten. Das ist eine gute Beobachtung, sehr scharfsinnig. Schaust du auch Deponia dann? Auch das ist eine gute Frage. Das weiß ich noch nicht. So ein bisschen ist ja der erste Hype um diese Let's Play Reaction Videos so ein bisschen verflogen. Mir macht das halt großen Spaß. Aber mich auf Deponia einzulassen, hieße ja auch halt irgendwie schon hunderte Stunden in die Zukunft zu planen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Auch wenn hier nichts passiert, Poki reagiert. Ja, momentan reagiere ich eben auf euch und nicht auf das Let's Play.
Wie habt ihr eure Mikrofone ausgewählt? Mir ist beim Live-Video zum Beispiel das AKG über dem Schlagzeug aufgefallen. Also eigentlich haben wir mit den Shure's die beste Erfahrung für Bühnenmikrofone. Das AKG, das war so eine Art Versuch, Testkauf, mehr oder weniger. Und da haben wir uns nicht sonderlich gut informiert und haben gedacht, ach, das wird auch was können und wir probieren es einfach mal aus. Wir brauchen noch ein Mikrofon. Aber ich glaube, hätten wir länger drüber nachgedacht, hätten wir für Gunnar noch ein Shure besorgt. Und vielleicht besorgen wir für ihn auch noch mal eins. Aber zum Proben reicht das halt. Und Gunnar singt ja sowieso nicht so häufig mit, deswegen ja. So, ich komme noch nicht zum König. Ich dachte eher daran. Zum König kommen ist dann deine nächste Aufgabe. Das, wenn du im. Oder? Ich bin mir nicht ganz sicher. Vielleicht ist deine nächste Aufgabe auch, auf die andere Seite der Gitterstäbe zu kommen. Bist du schon auf der anderen Seite der Gitterstäbe? Wenn nein, dann kannst du auch noch nicht zum König kommen, möglicherweise. Ja, Abdruck vom Generalschlüssel wirst du auch irgendwann brauchen, aber das nutzt dir alles noch nichts, wenn du nicht die Goldmedaille hast. Und zum König kommst du, okay, du bist schon auf der anderen Seite der Gitterstäbe, du brauchst ein Item, das sich in einem anderen Item versteckt. Das ist schon fast gespoilert. Und dieses Item findest du auf der anderen Seite der Gitterstäbe, deswegen komme ich drauf. So. Genau, da kann man halt viel verpassen. Aber man kann eben nicht alles schaffen, aber man kann schon ein bisschen was vorarbeiten sozusagen und dann darf man erstmal da nicht hin. Das ist eigentlich tatsächlich Game Design technisch ganz, ganz nett, dass man theoretisch schon einiges lösen kann und mitnehmen kann und machen kann, bevor man halt, das wirkt es auch halt irgendwie unfairer und weniger getunnelt. Dadurch, dass man schon quasi wirklich anfangen kann, Rätsel zu lösen auf der anderen Seite der Gitter. Und dann wird man erstmal weggesperrt und tatsächlich wieder seiner Freiheit beraubt. Und man muss sich erstmal wieder freikämpfen. Obwohl man eigentlich schon, also das Spiel gibt ja einem auch entsprechend das Gefühl, dass also man kriegt das ja irgendwie subtil mit, dass man da theoretisch schon Sachen machen konnte. Zum Beispiel auch einfach. Möglicherweise hat man nicht alle Ausgänge benutzt und weiß so, theoretisch hätte ich ja jetzt auch noch rechts gehen können, so verdammt. Jetzt bin ich nach links gegangen und werde eingesperrt, so ein Mist. So, wie weit warst du an den Hörspielen zu Deponia und den ganzen anderen Daedalic Games beteiligt? Ich habe mit Leibeskräften versucht, sie zu stoppen, als ich davon mitbekommen habe, dass die in der Produktion sind. Und habe es auch tatsächlich eine Zeit lang geschafft. Allerdings, als ich dann ausgestiegen bin bei Daedalic, haben sie sich gedacht, ach, jetzt ist Poké ja weg, jetzt können wir die einfach wieder machen. Tatsächlich ist das so. Ich fand die Skripte scheiße. Ich fand die ganz furchtbar, die Skripte. Und irgendwie haben die das auch mal an mir vorbeigeschummelt. Ich war auf der Gamescom
Und dann sagte mir habe ich Seneca getroffen. Die hat zu dem Zeitpunkt halt schon bei Moonlight Entertainment gearbeitet. Oder wie heißt die Firma? Weiß ich nicht genau. Habe ich die halt tatsächlich, sehe ich die jetzt, wenn es hochkommt, eben dieses einmal im Jahr auf der Gamescom. Da sagt die so, ja, und dann, tauscht man sich halt aus, was war bei dir so los dieses Jahr so? Und sie sagte so, ja, und dann habe ich ja dieses, sag mal, hattest du damit irgendwas zu tun mit diesem Skript? Ich fand die nämlich schon ein bisschen komisch. Skripte wovon? Ja, von den Hörspielen. Ich hab doch hier für Harveys Neue Augen und Whispered World gesprochen. Und ich so, was? Was hast du? Was? Und dann habe ich mich da echt zwischengeworfen und habe mir diese Skripte zuschicken lassen. Und dann habe ich da reingekommen und gesagt, kann doch nicht wahr sein, das gibt's doch gar nicht. Und dann habe ich das erstmal gestoppt und gesagt, so halt, Moment mal, lass mich da erstmal rüber gucken. So, ich weiß auch gar nicht, wie die jetzt im Endeffekt geworden sind, aber ich habe da lang gemeckert und so. Gibt es anscheinend. Ja, schmeiß den auch noch. Entschuldigung. Ach Gott. Und jetzt. Eure Schuld, wenn ihr euch das antun wollt. Entschuldigung. Ich sollte nicht so negativ Werbung machen. Das sind ja immer noch. Genau. Nee, hört euch das bloß an. Hört euch das bloß an. Ja, mich mal das Thema wütend. Ich war dagegen und ich traue mich das auch mal offen zu sagen. So. Aber wie gesagt, das Endresultat habe ich mir gar nicht angehört, weil ich Angst habe. So. Gut, aber wir sind jetzt auch, die Uhr zeigt mir eine Stunde an. Das heißt, wir können jetzt mal in diese Ansicht wechseln. Als wir das letzte Mal unsere Heldin gesehen haben, war sie ein kleines Klosterschulmädchen in einer Irrenanstalt. Was ist nun los? In der nächsten Aufnahme. Tschüss! So, und da geht es auch schon weiter in der nächsten Aufnahme bei Harvey. Harvey, freue ich mich, das doch zu spielen. Und jetzt muss ich erstmal wieder reinfinden, weil nach Aufnahmewechsel wisst ihr selber immer erstmal gucken, wo man war. Und wir waren gerade bei Stefan Raab im Waschraum und haben das rote Pissoir und das grüne Pissoir bereits ausgekleidet. Uns fehlen aber noch Dinge in den Dingern. Das war bereits frisch gewaschen. Und dieser aprilfrische Duft. Okay, jetzt brauchen wir also noch was Gelbes und was Blaues. Und was Geliehenes und was Neues. Ich glaube, das müssen wir dann irgendwie belegen. Gelbe Bananen. Nee, nimm mal runter. Gelbe Bananen. Ich wollte das gar nicht drauflegen. Nimm mal weg. Pizza weglegen, Pizza weglegen. Pizza weglegen, Pizza weglegen. Ach, hier, alles Pizza weglegen. Das heißt, wir können hier die Stücke bestimmen, aber ich will die Bananen doch noch gar nicht drauf haben. Leg mal weg. Pass mal auf, ich habe mir jetzt was aufgeschrieben hier, ne? Das hatte ich ja von letztem Mal noch. Mist, ich wollte die Liste erweitern, denn Peter hat eine Rot-Grün-Schwäche. Tschüss, Adrian. Adrian Monk hat eine Rot-Gelb-Schwäche. Der Droggy. Huch, ich will nicht in den. Ich wollte mal zu den Rollenspielern. Petra, Gelb-Grün. Droggy hat Grün-Blau. Ich wollte mal ganz. Apropos Adrian Monk, ich habe vorhin gesehen,
Das ist dummerweise auf Magenta TV. Das soll jetzt keine Werbung werden. Aber ich habe mich so erst so drüber gefreut und dann halt ausgerechnet irgendwas, was, wo ich gar nicht wüsste, wo man das herbekommen sollte, selbst wenn man wollte. Es wird einen Monk-Film geben. Mit der Originalbesetzung einen kompletten Film, so 20 Jahre später. Da habe ich mich drüber gefreut. Ich komme drauf, weil Erik gerade Monk sagt. Es war irgendwann mal, als ich ihn besucht hatte und mit ihm zusammen bei ihm im Keller gestreamt hatte, da haben wir beim Quatschen, ist uns aufgefallen, dass wir beide große Monk-Fans sind. Und haben zusammen It's a Jungle Out There gesungen. Wer diesen Clip jetzt findet, der kriegt die heilige Kanonenkugel am Bande. So. Lass kurz gucken, was sie alle gerne essen. Das habe ich vergessen, mir aufzuschreiben. Hätte ich natürlich beim Schreiben der Episode machen können. Aber naja, jetzt frage ich halt nochmal vorsichtshalber nach. Wie schön, du bist wieder da. Fragebäcker! Schade. Ein baldiger Hungertod wäre eine wahre Erlösung gewesen. Trete sie vor. Unterrichte sie uns von ihrem Vorankommen. Ja, also ich hab noch gar nichts und wollte mal fragen. Lilly wollte nicht noch einen Streit provozieren. Zum Glück hatte sie sich alles gemerkt. Adrian wollte Tomaten, aber keine Blaubeeren. Petra mochte Brokkoli, aber keine Tomaten. Droggelbecher hatte Hunger auf Banane, stellte sich aber beim Brokkoli quer. Und Peter wünschte sich Blaubeeren, hatte aber etwas gegen Banane. Das würde knifflig werden. Super, jetzt habe ich mir alles notiert. Also wir haben Peter mit und dieses Gerumpel im Mikrofon gerade. Ich sollte mir vielleicht notieren, wer was nicht haben will. Dieses Gerumpel im Mikrofon ist, wie ich meine, auf Eriks Seite gerade gewesen. Wenn ihr das überhaupt auch hört. Vielleicht höre ich ja auch noch rumpeln. Aber da rumpelt irgendwas im Mikrofon und ich glaube, das war Erik, wie er sich Notizen nimmt. Das passt hier gar nicht mehr bei mir in den Notizblock eigentlich, weil das ist so ein Dinner-5-Notizblock und da habe ich gar nicht so viel Platz zum Schreiben. Ich probiere es einfach nochmal. Lilly wollte nicht noch einen Streit provozieren. Zum Glück hatte sie sich alles gemerkt. Adrian wollte Tomaten, aber keine Blaubeeren. Petra mochte Brokkoli, aber keine Tomaten. Droggelbecher hatte Hunger auf Banane, stellte sich aber beim Brokkoli quer. Und Peter wünschte sich Blaubeeren, hatte aber etwas gegen Banane. Das würde schon wieder knifflig werden. Verdammt, ich komme ja mit dem Schreiben gar nicht hinterher. Jetzt muss ich mir das gleich nochmal zum dritten Mal anhören. Das tut mir natürlich furchtbar leid, aber... Ist so eigentlich Sergeant Rumpel damals zu seinem Spitznamen gekommen? Adventures sind eben so. Pass mal auf, Adrian mag keine Blaubeeren, habe ich mir jetzt notiert. Ich muss jetzt noch eine neue Liste anlegen. Sekunde. Peter, ihr hört mich jetzt hier hinten nochmal. Ich schreibe jetzt hier gerade so ein bisschen. Jetzt mache ich hier noch einen Strich, damit ich weiß, dass die alte... Mann, was für ein Gerumpel. Oder Adrian, der Droggy und de Petra. So, jetzt aber zum letzten Mal. Tut mir leid, aber muss einfach sein. Lilly wollte nicht noch einen Streit provozieren. Zum Glück hatte sie sich alles gemerkt. Ja? Adrian wollte Tomaten, aber keine Blaubeeren. Petra mochte Brokkoli, aber keine Tomaten. Droggelbecher hatte Hunger auf Banane, stellte sich aber beim Brokkoli quer. Und Peter wünschte sich Blaubeeren, hatte aber etwas gegen Banane. Das würde knifflig werden. Da... Ja, das ist einfach meine Art von Humor. So, man belegt eine Pizza, braucht fürs Rätsel halt irgendwie muss man die Lebensmittel einfärben und die einzige Möglichkeit, was einzufärben, ist halt in den Pissoirs. Und so legt man die Lebensmittel. So, man löst das Rätsel halt und der Weg dahin ist halt einfach, wenn man drüber nachdenkt, ist es halt einfach das Allerekligste, was man jemals gemacht hat. So. Aber nur, wenn man drüber nachdenkt. Und ansonsten, wenn man halt einfach nur die Rätselmechanik sieht sozusagen, dann ist eigentlich alles ganz normal. So. Man muss was färben, hier sind die Färbebecken und man hat die Lebensmittel so und dick, 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 und muss halt nur kombinieren. Also alles, was zielführend ist, ist in einem Point-and-Click-Adventure wie immer erlaubt. Und was man den Leuten dabei antut,
Das ist halt zweitrangig und wird einfach so übergangen und auch gar nicht weiter kommentiert. So. Das würde knifflig werden. Ja, jetzt habe ich alles notiert und jetzt Farbenblindheit kennen wir schon. Rollenspiel, gibt's da noch irgendwas? Drogelbecher. Tja, schau, du hast die Drogelbecher. Zunächst die Pizza. Oh, Quellek. Quellek, was tust du? 25 Abos? Alter Verfalter. Quellek, sag mal, hast du deinen Schornsteinfegerping schon abgenommen eigentlich? Hast du den überhaupt schon gesehen? Du hattest da gar nicht mehr drauf reagiert, glaube ich, bei uns auf dem Discord. Und deswegen steht er auch noch gar nicht in der Liste. Oder verwechsel ich dich gerade? Nee, ne? Nee. Also danke erstmal für die 25 Abos. Das sind ja haufenweise Abos. Das kann man nicht anders sagen. 25? What the what? Ah, noch gar nicht gesehen. Muss da einmal reingucken. Dann kann ich den gleich quasi live abnehmen. Dann habe ich irgendwann außerhalb eines Streams angefangen und dann in einem Stream beendet. Und dann ist der auf unseren Discord gewandert. Warte mal hier, ich kann das mal. Boop, boop, boop. Warte mal. Boop, boop, boop. Meine letzte Nachricht ist jetzt boop, boop, boop auf dem Discord und ist verlinkt zu der richtigen Nachricht, wo der noch mal zu sehen ist. Ah, nee, kein Problem, lass dir Zeit. Wollte nur fragen, weil ich habe jetzt quasi den Tenshi-Ping den zuerst in die ins Mitgliedsregister, wie wir es bei uns auf dem Discord nennen. Genau, wer sich jetzt fragt, wovon redet Poki da, was für ein Quatsch ist denn das? Es geht hier um die Unterstützer unserer Bands. Wir sind mit der Band, Baumann-Bergmann Pokezon ist meine Band und damit sind wir auf Patreon. Und da haben wir Patronen und die Patronen, das sind unsere Pings, von denen ich hier auch immer sehr häufig erzähle. Und Quellek gehört dazu. Quellek ist nämlich der Kaminkehrer oder schon, nee, wir haben ihn genannt, Kaminkehrer-Ping, ne? Genau. Der Kaminkehrer-Ping. Und hat einen schönen Avatar von mir gezeichnet bekommen. Hat den aber noch nicht gesehen, offensichtlich. Obwohl das schon eine Woche her ist, gefühlt. Oder war das Montag? War fast eine Woche. Alles klar. Okay. Warten wir jetzt nicht drauf, sondern machen einfach so weiter, unbeirrt. Nicht so pingelig. Genau. Sehr viele von den netten Leuten, die ihr hier im Chat lest, sind halt, gehören auch dazu. So zum Beispiel auch Churchy oder Sully. Das sind auch alles schon Pings. Sehe ihn, finde den super. Sehr schön. Dann gilt er hiermit als abgenommen und wird alsbald seinen Weg ins Mitgliedsregister finden. Dankeschön. Das war so ein bisschen, weil ich ja immer die Gelegenheit hatte und das schon so lange her, dass ich den gezeichnet hatte. Und es wird einfach Zeit, nicht, dass ich das wieder vergesse. Dann so. Darf sie auch mitspielen. Es ist ganz leicht. Alles, was man dafür braucht, sind Würfel, Stift, Papier und ein Hang zur Selbsterniedrigung. Drogelbecher. Drogelbecher. Ja, Drogelbecher, Drogelbecher, Drogelbecher. Ich glaube, so mache ich das Let's Play jetzt einfach die ganze Zeit. Also, ich probier's mal aus. Drogelbecher, Drogelbecher. Drogelbecher. Ah, Drogelbecher jetzt hier. Ne, Drogel und Becher auch. Drogelbecher, Waschraum. Drogel. Drogelbecher, Stefan Raab.
So, was können wir denn jetzt hier mal? Die Banane haben wir jetzt wieder runtergenommen, glaube ich. Gelbe Bananen. Mann, nimm die Bananen doch runter. Gelbe Bananen. Du sollst die Bananen runternehmen. Gelbe Bananen. Jetzt nimm doch einfach die Bananen da runter. Gelbe Bananen. Mann, leck mich doch. So. Vielleicht können wir das in grüne Bananen ändern. Bananen kriegt außerdem der Droggy, wenn ich das richtig sehe. Vor allen Dingen weiß ich gar nicht, wie ich die verteilen muss dann. So, der Droggy hat eine grün-blau-Schwäche und mag Bananen. Tschüss, Cameron. Aber keinen Brokkoli. Ja, das wird ja lustig. Was haben wir denn noch alles? Eine Flasche mit Stärke, eine Stricknadel, mit der wir das Schloss noch nicht knacken können. Ein Seidentuch. Eine Kreditkarte und ein Wollknäuel. Können wir vielleicht... Das war Dr. Marcells Kreditkarte. Was sagte man dazu? Wollte ich mal probieren, als ich die Folgen geschrieben habe, da wollte ich mal... Die Tür war fest verschlossen. Ja, das wollte ich nicht probieren. Ich wollte eher was anderes probieren und zwar... Das kam mir so in den Sinn, so ein paar Dinge mal zu probieren. Das war einerseits das hier, ob das vielleicht so... Wahrscheinlich nicht. Aber Lilly, was tust du denn da? Weißt du denn nicht mehr? Du sollst keine spitzen Gegenstände benutzen. Also lass schön die Finger davon, ja? Bis später. Aber Harvey, weißt du denn nicht mehr? Immer schön die Schnauze halten. So, ja, bis später. Ich würde mal sagen, wir schalten das Verbot aus. Spitze Gegenstände. Superpower! Und jetzt probieren wir es nochmal. Das wird eh nicht funktionieren. Lilly dachte darüber nach, ein paar Löcher hineinzumachen. Aber so war das zu ungenau. Sie würde nur alles kaputt machen. Ich hab's krass, was Finn da zusammengeschrieben hat. Was? Was? What the what? Totaler Irrsinn. Entschuldigung. So, aber ich glaube, Erik ist gerade schon auf die richtige Idee gekommen, wie es weitergehen könnte. Schon fast. So ein bisschen das Gefühl, das war eventuell, ne, und so. Aber ich bin mir noch nicht sicher, deswegen, ich wollte mal ein bisschen rumprobieren. Oh je, jetzt hatte Lilly doch tatsächlich das Laken ruiniert. Ob es mit diesen zwei augenförmigen Löchern noch zu irgendetwas gut war? Na klar, zur großen Ku-Klux-Party, die nachher noch stattfindet. Ein Geisterkostüm, ach wie süß. Oh je, ob es... So, haben wir noch irgendwas? Einfach mal alles löchern. Hui. Da hat er doch nachgeschaut. Dr. Marcel würde sich sicher freuen. Lilly hatte mit Hilfe seiner Kreditkarte Konfetti gemacht. Und es hatte nicht mal was gekostet. Hey! Ich habe Gronkh ja tatsächlich schon drauf angesprochen. Lochkarte. Dr. Marcel... Ja. Ob er gespickt hat. Ich probiere mal gleich mal aus. Und zwar, ich lege mal das Notizbuch hier vorne weg. Moment. Und jetzt... Und er schwört bei seiner Spielerehre, er hat nicht nachgeschaut. Also. Auch wenn es manchmal so wirkt. Aber das ist ja auch so, ne? Manchmal, wenn man den Computer ausschaltet und man nach drüber nachdenkt, plötzlich hat man so die... Plötzlich geht es wie von alleine weiter. So. Das ist ein ganz merkwürdiger Effekt. Aber das hatte ich sehr, sehr häufig in meiner... langen Karriere als, gerade als Point-and-Click-Adventure-Spieler. Dass ich halt einfach in der Sackgasse war. Ich dachte, keine Ahnung, wie es weitergeht. Was ich glaube, ich habe alles mit allem ausprobiert. Dann einfach ausgeschaltet, den Rechner halt mal einen Tag lang stehen lassen und dann am nächsten Tag wieder angeschaltet. Und gleich die zweite Aktion, was man ausprobiert, oder vielleicht sogar die erste, ist die Lösung. Wie durch ein seltsames Wunder.
gucken wir mal, ob die jetzt hier... Gibt es einen Namen für diesen Effekt? Ich weiß es nicht. Für zufällig... Ich bin auch nicht der Erste, der darüber redet. Entschuldigung, gleich lasse ich weiterlaufen. Ich habe das wirklich schon häufiger gehört. Hui. Hui. Zum Dach kommen wir jetzt. Ach Mensch. Endlich. Nee. Ach, gucke mal. Herr Bienenmann. Lilly hatte noch nie so einen traurigen Mann im Bienenkostüm gesehen. Aber sie kam ja auch nicht weit rum. Herr Bienenmann brauchte nur mal probieren zu fliegen, dann würden alle seine Sorgen in 0,nix gelöst sein. Ach, Erik, das ist genau der Punkt, auf den ich hier auf den ich hier raus will. So. Toll. Super, wenn du das vorwegnimmst. Schon erraten hast, so. Vielleicht können wir den da schubsen. Hallo, Fremde. Bevor du etwas sagst, hol doch bitte einmal tief Luft. Und ist das etwa der Duft der Freiheit? Oder ist das einfach nur Atemluft, bestehend aus Sauerstoff, Kohlendioxid, Stickstoff, Ruß aus dem Anstaltskamin und eine Prise Dieselöl vom Fuhrpark? Der Fuhrpark ist ja tatsächlich direkt unterhalb von ihm, ne? Da unten sind diese Garagen, wo man in Ätna bricht aus, diesen Anstaltsvan klauen kann. Ja. Der ist etwa, zieht sich etwa von der Ecke des Turmes bis zur Ecke des Hauses. Da beginnt dann so der Bereich mit dem Zen-Garten und so weiter. Ich möchte ja ungern melodramatisch erscheinen, aber ich hege Skepsis gegenüber dieser sogenannten Freiheit. Seit Dr. Marcel die Leitung des Sanatoriums vernachlässigt, tragen wir Insassen die Bürde, unsere Grenzen selber abzustecken. Und bevor ich diese einlade... Da hatte er doch tatsächlich an einer Stelle Probleme mit dem Wiener Akzent, oder? Selber. Das klang eben nicht überzeugend für mich. War Formanek. Wie heißt er mit Vornamen? Mike? Nee, Mark? Nee, Formanek. Ach, ich weiß es nicht mehr. Aber war das im Endeffekt gar kein gebürtiger Wiener? Und er konnte den einfach so. Keine Ahnung, ich kann es nicht. In die Freiheit entspreche, muss ich mich doch Folgendes fragen. Gibt es nicht vielleicht doch so etwas wie gute Grenzen? Und kann ich selbst im Optimalfall darüber entscheiden, wo meine eigene Freiheit anfängt und aufhört? Es ist doch so. Niemand hindert mich daran, die Anstalt zu verlassen. Macht mich Marco, das jetzt Frau Manek, frei? Dankeschön. Kann ich einfach so davon fliegen? Meine Flügel ausbreiten und vom Anstaltsdach springen? Der Drang ist da. Wie jede Biene sehne ich mich danach, über Blumenfelder zu schwirren und Honig zu sammeln. Aber noch kämpfe ich dagegen an. Irgendwas an dieser Freiheit stinkt. Manchmal braucht es nur einen Schubs in die richtige Richtung. Dabei fällt mir wieder der... noch einen anderen Song als Kandidaten für einen Harveys Neue Augen Titelsong entweder oder aber für die B-Seite von... Nee, es war schon für einen Harveys Neue Augen Titelsong, ne? Hier... hatte ich geschrieben. Aber ich weiß gar nicht, ob ich den noch spielen kann. Warte. Du hörst nicht auf zu jammern,
Du hörst nicht auf die anderen, du hörst nicht auf dich selbst oder dein Bauchgefühl. Lass dir nicht alles vorschreiben, lass dich mal wieder treiben. Doch lass dich nicht so gehen und lass im Licht das Grübeln bleiben. Mann, es kann doch nicht so weitergehen, es kann doch nicht dein Ernst sein. Es kann doch alles schlimmer kommen, man kann es halt nicht ändern. Ey, wo ist denn das Problem mit dir? Wo ist denn nur dein Schneid hin? Wo ist denn nur der Scherzkeks aus den guten alten Zeiten? Jetzt tu mal nicht so weinerlich, tu ruhig mal was allein. Tu auch mal was für dich und turaluralein. Schau dich mal um, schau nicht zurück und schau nach vorn, schau da vor Glück. Jetzt schau dich doch mal an, du machst dich doch nur selbst verrückt, Mann. Hey, du bist nicht wieder zu erkennen. Wenn du so weitermachst, wird das Böse enden mit dir. Hey, du bist nicht wieder zu erkennen. Wenn du so weitermachst, wird das Böse enden mit dir. Und jetzt muss ich, glaube ich, zur dritten Strophe springen. So, keine Ahnung. Weil, da kommt nämlich die Stelle, weswegen ich überhaupt drauf komme. Das kann nicht so sein. Nee, warte mal. Ach Mensch, shit. Nee, ich weiß nicht, wie das anfängt, leider. Vor allen Dingen ist es eben, du musst jetzt erstmal runterkommen, ist nur ein kleiner Schritt. Man muss auch lernen loszulassen, gib dir mal einen Tritt. Denn jeder ist mal Achso, warte mal. Ah, bonsoir, wen haben wir denn da? Ah, shit. Ah, warte mal, ich guck mal, ob ich den Text finde, weil es ist ja... Ups. Außerhalb der Reihe vielleicht. Oder vielleicht beim Tresen lesen. Oder vielleicht auf dem Dingens. Ach, hier, tatsächlich. Oh, sogar mit Akkorden, guck mal. Es geht nämlich, ich zeig dir, wie der Hase läuft. Jetzt nimm den nicht so wichtig. Zeig als erstes gerade mal her. Ich glaube, du knüpfst den Strick nicht richtig. Mann, der Hase läuft erst um den Baum und krabbelt dann durchs Loch. Du musst dich nicht bedanken, ich helf gern, das weißt du doch. Jetzt zeig doch einmal Rückgrat, Mann, Kopf hoch, man könnte fast meinen, dass du noch nie auf einem Stuhl gestanden hast. Du musst jetzt erstmal runterkommen, ist nur ein kleiner Schritt. Man muss auch lernen loszulassen, gib dir mal einen Tritt. Jeder ist mal unten, Alter, sieh es nicht so eng. Gönn dir eine Atempause und lass dich nicht so hängen. Rote Augen, rote Tränen, starrer Blick und blasser Teng. Was ist bloß los mit dir? Du bist kaum wieder zu erkennen. Mann, hey. Und so weiter. Und dann wieder der Refrain. Ja, das war, Entschuldigung, diese kleine Exkursion. Manchmal muss ich dann einfach solche Sachen weiter, oh, in der Zwischenzeit haben jetzt zwei Leute abonniert, wie nett. Ist das ein Mutmachlied, genau. Das ist eigentlich so ein Lied gegen, gegen diese Nähkästchen-Tipps, so, die einem einfach überhaupt nichts bringen, wenn es einem so richtig schlecht geht. Das ist halt einfach nur so bla bla, so, hey, du musst erstmal runterkommen. Mach doch einfach XY so, die einem so überhaupt nicht, einfach überhaupt nichts bringen, gerade wenn man halt irgendwie depressiv ist, so, dann halt irgendwie
hey, gib dir mal einen Tritt. Das ist, und das, wie wenig Verständnis einfach dafür da ist, dass man halt einfach, dass einem diese so, hey, dass einem diese Art von Kommentare, die man dann halt irgendwie ständig hört, so wenn es einem schlecht geht und das raushängen lässt, so, dass einem die einfach so überhaupt gar nicht helfen. Darum geht es in dem Song eigentlich. Und in dem Song ist es dann halt so, dass es halt in dieser dritten Strophe, ich zeig dir, wie der Hase läuft, jetzt nimm dich nicht so wichtig, zeig als erstes gerade mal her, ich glaube, du knüpfst den Strick nicht richtig. Der Hase läuft jetzt um den Baum. Ich dachte, das kann ich mal, bricht es so ein bisschen aus dem Schema aus, ne? Eigentlich sind es halt die ganze Zeit über nur so widersprüchliche Blabla-Sprüche, so, ne? Jetzt komm mal wieder runter, du kommst wenig aus dem Haus. Und ich habe sogar immer hinbekommen, dass ich die so nach Verben sortiert habe, ne? Das wird schon alles wieder, es wird schon klappen, wird schon schief gehen, schau, es wird schon wieder hell. Wer wird es denn gleich so negativ sehen und so weiter. Und in der letzten Strophe ist es halt so, dass es fängt leider blöd an, aber auf der anderen Seite ist dann wenigstens der Hase mit drin, so dass ich dachte, das hat was sehr HWS-ges so. Ich zeig dir, wie der Hase läuft, jetzt nimm dich nicht so wichtig, zeig als erstes gerade mal her, ich glaube, du knüpfst den Strick nicht richtig, Mann, der Hase läuft jetzt um den Bau und krabbelt dann durchs Loch, du musst ihn nicht bedanken, ich helfe gerne, das weißt du doch. So, das ist so die Outlier-Zeile, ne, der dieser gute Ratgeber sozusagen merkt gar nicht, dass der andere, dass dem anderen so schlecht geht, dass er sich halt, dass er kurz vom letzten Schritt steht, so, ne? Und dann geht's, jetzt zeig doch einmal Rückgrat, und jetzt kommen diese ganzen Tipps, die halt alle einfach ihm nur noch den letzten Schubs geben, ne? Jetzt zeig doch einmal Rückgrat, Mann, Kopf hoch, man könnte fast meinen, dass du noch nie auf einem Stuhl gestanden hast, okay, die Zeit ist ein bisschen dämlich, aber du musst jetzt erstmal runterkommen, ist nur ein kleiner Schritt, man muss auch lernen loszulassen, gib dir mal einen Tritt, jeder ist mal unten, Alter, sie ist nicht so eng, gönn dir eine Atempause, lass dich nicht so hängen. Das ist einfach wunderschön, wie die guten Tipps ihn halt wirklich noch in so die komplette Strecke, den Suizid halt quasi mit begleiten. So ist dieser Song gemeint. Ja. Das heißt, wenn du so weitermachst, ist nicht veröffentlicht, der ist, unsere Pinks haben den auf Patreon haben wir eine Version. Ich habe tatsächlich mal mit Finn zusammen nämlich aufgenommen im Studio, war aber nie so richtig zufrieden. Die Gitarre ist halt sehr leise gewesen so und das hey, das ich kann das halt habe Schwierigkeiten das zu halten und damals im Studio habe ich es halt nicht richtig gehalten. Außerdem schnaufe ich die ganze Zeit lauter, als ich Gitarre spiele. Das ist das, was mir aufgefallen ist. Den Pinks ist es nicht so aufgefallen, aber so. Ja, was heißt, hilft den schweren Lebensphasen? Ich glaube, es ist halt irgendwie so ein Verständnisding, ne? Klar, wenn du selber in einer Depression bist, dann ist dieser Song halt natürlich irgendwie, oder beziehungsweise von außen betrachtet, ist es so, ach du Scheiße, das ist ja ein Depri-Song so. Aber wenn es dir schlecht geht, dann kann ich mir halt vorstellen, dass sowas halt eher hilft, dass man halt irgendwie wenigstens für diese Situation, dass diese Tipps halt oder diese ganzen Sachen, dass man einfach Verständnis dafür zeigt, wie wenig die tatsächlich helfen. So, dass man sich dann halt vielleicht eher ein bisschen aufgehoben fühlt. So. Wenn man hört, dass man halt irgendwie nicht alleine mit dieser Art von Gedanken ist. So. Entschuldigung. Poki hilft in schweren Lebensphasen, ja. Wenn du so weitermachst, heißt der Song. Habe ich das schon gesagt? Ja. Ja, machen einfach alles schlimmer, ist halt auch so. Du hörst dir das nur an und denkst so, ihr habt so überhaupt keine Ahnung, wo ich gerade stecke, so, ne? Halt doch einfach die Fresse. So, anstatt halt irgendwie zu denken, so, dass sie irgendwas Hilfreiches sagen, so mit irgendeinem so Quatsch. Ja. Ja, hab ihn gerade so ein bisschen vermasselt, weil ich, wie gesagt, ich übe den ja nicht regelmäßig. Der gehört halt nicht zu unserem normalen Band-Portfolio.
Anne und Gunnar wussten bis vor Vierteljahr oder so, wussten die gar nicht, dass der überhaupt, also Anne wusste, dass der existiert, aber Gunnar wusste bis vor Vierteljahr gar nicht wirklich, dass der existierte. Da habe ich den halt für unsere Patronen rausgesucht und hochgeschoben auf die Patreon-Seite. So. Genau, ähnlich hilfreich wie Nadel und Faden. Ja, ist ja so ein, genau. Oder Gute Miene, böses Spiel oder so. Es gibt halt mehrere Songs, die so in eine ähnliche Kerbe schlagen bei mir. Ein wiederkehrendes Thema. Ja. Ja, schaut euch einfach um. In unserem, die Band heißt Baumann, Bergmann, Pokinson. Schaut euch einfach um in dem Repertoire. Findet ihr vielleicht das ein oder andere, was in die Kerbe schlägt. So. Also, ach so, Auftritt in Hamburg. In Hamburg sind gerade keine Auftritte geplant, aber Anne ist, meine ich, zumindest am Überlegen. Also Anne macht, wir machen ja unser Booking selbst, und wenn ich sage, wir machen unser Booking selbst, dann meine ich damit, Anne macht unser Booking. Und wir haben jetzt für dieses Jahr, wir spielen bei einem Festival in der Nähe von Hamburg, Danneberg heißt das, das Danneberg-Festival, das ist, glaube ich, aber erst im Juni, wenn mich nicht alles täuscht. Dann planen wir in Köln wieder ein Konzert zu machen, im August oder September, nicht wirklich in der Gamescom-Woche diesmal, weil die meisten Leute, weil dort halt dann die Anreise so teuer ist, für Leute, die halt nicht sowieso auf die Messe gehen, wissen wir noch nicht. Also ich glaube, Anne peilt den September an, und Leipzig wollten wir auch nochmal machen dieses Jahr. Und vielleicht kriegen wir aber auch einen Hamburg-Gig noch hin. Ich weiß, dass Anne zumindest schon mal laut drüber nachgedacht hat. Ich wäre ja für Paderborn. Ich weiß nicht, ob wir in Paderborn die Hütte voll bekommen. Da haben wir ja schon in den anderen genannten, an unseren Hotspots ja schon Schwierigkeiten. Also dieses Jahr Adventure-Treff besuchen, na, weiß ich noch nicht. Ob wir dann überhaupt selber zur Messe fahren, wenn wir quasi zu anderen Terminen wegen unserem Konzert in Köln sind. Da bin ich mir nicht sicher. Ja, wir haben drei Alben bei Spotify. Unsere drei Alben sind bei Spotify. Und jetzt genau, jetzt seit einer Woche, richtig? Nee, einer Woche plus einen Tag ist unsere neue Single eine Live-Version von Psychologischer Sieg, was auf unserem ersten Album war, zu finden. Genau, ansonsten Baumann, Bergmann, Pokinson, wir sind auf Spotify. Unser erstes Album hieß Seltsame Vorkommnisse auf der Jahreshauptversammlung der Südpolfreunde. Unser zweites Album hieß Schnupperstunde Kosmos jetzt. Unser drittes Album heißt da Änderungen vorbehalten, Klammer auf, Arbeitstitel, Klammer zu. So. Kann man euch nicht buchen? Wieso kann man uns nicht buchen? Polaris? Ja, oder Polaris. Und Kitty hat ganz nett unsere Bandcamp-Seite einmal hier reingestellt. Ich hefte das mal oben an. So, bitteschön. Und bevor mir noch die Blase platzt, gehen wir hier machen wir hier erstmal zu Ende und dann mache ich euch eine kleine Pipi-Pause. Das ist lieb gemeint von dir, Fremde. Aber das erinnert mich zu sehr an mein Leben hier in der Anstalt. Es fällt mir auch so schon schwer genug, das alles hier loszulassen. Also kein Stich in den Po, damit er auch erschreckt aufspringt. Können wir dem Wollknäuel, weiß ich nicht, Pizza brauchen wir noch, Seidentuch,
Vielleicht braucht er ja Stärke, mentale Stärke einfach. Das ist lieb gemeint von dir, Fremde. Aber nein, eigentlich gar nicht. Ich wollte ihn ja eigentlich vergiften, so lieb ist das nicht gemeint. Eine Duftkerze. Die Kerze roch wunderbar nach Honig und Blumenfeldern. Zumindest vermutete Lilly das. Die Blumen im Kloster hatten immer nach Insektiziden gerochen. Lilly hatte trotzdem gerne an ihnen geschnüffelt. Also Honig und Blumenfelder muss einfach, also wenn das nicht, dann weiß ich. Oh, ach Mensch. Hallo Lilly, du willst doch nicht etwa mit dem Feuer spielen, oder? Ach, natürlich willst du das nicht. Nein, nein. Das hat die Oberin doch verboten. Arschloch. So, mit Feuer spielen. Superpower aktiviert. Und jetzt zünden wir einfach den Bienenmann an. Das riecht gut. Aber auch wenn die Illusion fast perfekt ist, es sind doch nur künstliche Aromen und chemische Ester. Eine fast perfekte Illusion, aber nichts Reales. Wie alles hier in der Anstalt ist es nur der halbherzige Versuch, uns ein Leben in Freiheit vorzugaukeln. Und jetzt, da uns niemand mehr daran hindert, die Anstalt zu verlassen, bietet es eine willkommene Ausrede, den Schritt nach draußen feige zu verweigern. Du hast recht, Fremde. Ich drück mich nur von meiner Verantwortung. Der Verantwortung vor mir selber. Das Angebot, das mir die Welt da draußen unterbreitet hat, auch anzunehmen. Ich danke dir. Ich habe endlich einen Entschluss gefasst. Ich kann hier nicht länger in Untätigkeit herumsitzen. Ich sollte über Blumenfelder schwirren und Honig sammeln. Baba Anstalt. Servus Freiheit. Also... Lilly freute sich, dass sie dem Bienenmann geholfen hatte. Schon bald würde er an einem besseren Ort sein. Ach Mensch, ist der jetzt da? Also, ich war mir jetzt ganz kurz... So. Ach, der Bienenmann, das ist... Ich mag das auch tatsächlich immer noch, was ich damals geschrieben habe. Ich hatte mir vorgenommen... dass der halt irgendwie ganz aufgeräumt halt irgendwie über seine Dichotomie zwischen Freiheit und eingesperrt sein und so weiter schwadroniert. Und genau das hat er gemacht. Es ist einfach sehr, sehr gelungen, dass dieses, er hält ja wirklich einen kleinen philosophischen Vortrag und wie das Ganze aufgelöst wird. Ich bin echt relativ zufrieden. Und dann ist es halt irgendwie. Bonsoir, wen haben wir denn da? Ist es mal nicht so, dass. Danke, Heru. Zum vierten Mal. Schön, dass du da bist. Und danke fürs Subben. So. Habe ich eigentlich Tenny, Neko, Tenma vor 14 Minuten und Gadrion? Habe ich denen eigentlich richtig Hallo und Danke fürs Subben gesagt? Ich weiß es gar nicht. Ja. Also nochmal, mir gefällt dieser ganze Exkurs. Besonders schön daran finde ich, dass mal nicht innerhalb der Texte halt rumgealbert wird, sondern eigentlich das Bösartige und Witzige passiert quasi als dramaturgische Klammer drumherum. Und innerhalb der Texte ist halt alles fast schon zu. Anständig und aufgeräumt so. Und da Lilly ja auch nichts sagt, es wird überhaupt gar nicht konterkariert. Es ist einfach nur sein Monolog ist halt die ganze Zeit über ganz nüchtern so. Und trotzdem ist diese Szene dann unterm Strich dann trotzdem böse und witzig. So, irgendwie, ich bin zufrieden. Und jetzt brauche ich wirklich ganz dringend die Pipi-Pause. Und muss euch entsprechend irgendwas anmachen, damit ihr mir nicht verschütt geht. Ich bin ja auch gleich wieder da. Ich brauche für frische Luft und Pipi machen, brauche ich insgesamt 1,5 Minuten. Nein, sagen wir 5. Ich gebe mir 5 Minuten. Wenn es 6 sind, dann ist es auch nicht schlimm. So.
Wir gucken mal. Ich mache euch mal wieder unser Live-Video an. Aber vielleicht mache ich sogar eine Playlist mit, falls das vorbei ist, das dann halt auch noch. So. Es war um 1872 in Wien. So ein Typ namens Sigmund lebte in unserer Straße. Er trug eine Brille und studierte Medizin. Ich kann gar nicht sagen, wie sehr ich ihn hasse. Er trug mich am Bett, war, er schlug mich im Schach. Er schlug mich bei jeder erdenklichen Sache. Die Niederlagen ihrer Zeit schlugen nach und nach. Und lockte ihn aus dem Haus, um durch die Verandertür einzusteigen. Mein Herz klopfte Sturm, denn ich wusste es genau. Dieses eine Mal, da würde ich ihm zeigen. Und so habe ich Sigmund Freundschaft zerkriegt. 1:0 für mich, psychologischer Sieg. Deine Blicke zu erwidern fällt nicht leicht. Es ist ein Leistungssport. Vielleicht fehlt mir die Kraft oder der Mut, mich nicht zu wehren. Doch zwischen Träumen und Vernunft
klafft eine Kluft aus noch mehr Vernunft. Und es fällt immer schwerer, mal einen Fehler zu begehen. Denn wer weiß schon, was er will? Ich weiß zumindest, was ich hab. Und ich weiß auch, wie es ist, etwas zu verlieren. Es könnte Hat eigentlich irgendjemand von den hier Anwesenden den Elefanten erkannt? Schreibt es in die Kommis. Gewiss mag so ein Trip ins Ungewisse faszinieren. Doch so richtig und korrekt es mir auch scheint zu widerstehen, genauso falsch scheint es mir aufkeimende Liebe zu zerstören. Denn wer weiß schon, was er hat und wie lange es noch hält. Wann es Zeit wird, etwas Neues zu probieren? Es könnte lass ich mal stehen kurz. Das bin nicht ich, das ist René, der war neulich gerade so quasi als Gast bei mir im Stream, mein Co-Pilot, mein langjähriger bei Dedelic und insbesondere bei Harveys Neue Augen, ich habe ihn ja quasi beim Kurzfilm kennengelernt und mir war nicht klar, dass er auch vor der Kamera so einen guten Job macht. Ich war auch ein bisschen überrascht, dass er Lust hatte, als wir ihn gefragt haben, ob er da nicht einmal als Darsteller in einem unserer Musikvideos auftreten möchte. Hier übrigens die andere Elefantenstatuen-Darstellerin, das ist übrigens Lulu, die hat auch die Kostüme gemacht. Cosplayerin war, kenne ich darüber, dass sie halt häufig für im Auftrage von Dedelic auf Messen unterwegs war und genau Charaktere aus unseren Spielen gecosplayt hat. Ihr großartiges Sedwick Cosplay bleibt unvergessen, genauso wie ihr großartiges Bataka Goal
Cosplay. Ihren Bataka-Steger hatte ich noch jahrelang im Büro lehnen. Er ist immer weiter auseinandergefallen, muss ich sagen, weil Kollegen ihn immer mal wieder benutzt haben, um auf mich einzudreschen, was ich verdient habe. So, warum sitze ich denn eigentlich so tief? Ich mache es mir ein bisschen zu bequem hier. Wir haben ja noch was zu tun. So. Ja, René und ich sind ja auch quasi Brüder im Geiste. Insofern, die Ähnlichkeit ist ja zumindest charakterlich vorhanden. Da kann sie auch mal, das kann er halt auch auf Dauer auf die Optik schlagen. Das ist so ein bisschen so wie Haustiere und ihre Besitzer nach Jahren sich halt irgendwann auch ähnlich sehen. So ist es auch mit René und mir, ohne unterstellen zu wollen, dass da eine, dass da in irgendeiner Weise ein Haustier/Besitzergefälle zwischen uns existieren würde. Das verbiete ich mir, solche Vermutungen. Genau, Dankeschön, Panda. Habe ich gerade noch gesagt, das verbiete ich mir. So. Ich bin mir unsicher, ob der Bienenmann jetzt die Flügel davonstreckt und wirklich auseinanderstreckt und wirklich davonfliegt, weil man es einfach gar nicht erwartet, oder ob der jetzt hier einfach, die Blumen düngt, die er da gerne abnektern wollen würde. Tschüss, Herr Bienenmann. Wo der Mann im Bienenkostüm jetzt war, brauchte er offenbar keinen Schal. Nein, da ist immer warm. In der Hölle. So, wir haben einen wunderschönen gelben Schal. Wo der Mann... Ja, kennen wir schon. Gab's da eben einen kleinen... das war ein... Können wir den vielleicht ins Pissoir legen? Ein Kapitelwechsel hier. Haben wir hier noch Laterne? Kommen wir da rein? Nee, hier geht's Heizungslaterne. Motten umschwirrten das matte Licht der Lampe. Sie waren offenbar auf Nahrungssuche. Ah ja, haben wir Nahrung zufällig dabei. Eine alte Pizza können wir den ja mal anbieten. Darauf schienen die Motten keinen Appetit zu haben. Ach, Motten. Können wir denen vielleicht das Seidentuch geben? Hallo, Lampe. Lilly hatte sich schon oft gewünscht, in einen Zoo zu gehen und Tiere zu füttern. Beats. Es war noch viel schöner, als sie es sich ausgemalt hatte. Löchriges Seidentuch. CMY Caping ist da. Hallo. Grüß dich. Warte mal. Lilly wusste, dass man Stärke dazu benutzen konnte, Wäsche zu härten. Versuchen konnte man es ja mal. Ach, hör auf. Du willst mich doch verhohnen. Na, wer sagt's denn? Jetzt hatte Lilly ein hartes Tuch mit Löchern. Die Idee hatte ich eigentlich beim Lochstanzer, aber doch nicht von Motten reingefressen und dann mit Stern. Egal. Na gut, ist ja Wurst. Hauptsache können wir hier noch irgendwas machen. Laterne sind die Motten. Können wir denen vielleicht noch den Schal geben? Einfach nur mal so just for fun. Die Motten schienen zwar interessiert, aber Lilly zögerte. Irgendetwas sagte ihr, dass ein mottenzerfressener Gegenstand weniger wert war als ein Heiler. Das galt natürlich nicht für Seidentücher, wie Lilly natürlich instinktiv wusste. Gut, das heißt, wir haben die letzte Lochkarte, wenn ich das mal so sagen darf. Hoffe ich zumindest. Tschüss, Kryoma. Bis später vielleicht. Hui! Zum Überwachungsraum. Dann gehen wir da auch gleich mal hoch. Einfach mal gucken, was da auf uns wartet. Schaden kann's ja nicht. Oh, ein pornöser Wandkalender. So, können wir hier irgendwas... Hallo? Nix ist was. Sichtfenster. Hoch? Was treibst du denn hier? Bist du etwa tot? Ach, schade. Ich hätte ein wenig Unterhaltung gebrauchen können. Aber der Doktor hat mir verboten, mit anderen Menschen zu reden. Zumindest mit Lebenden. Ich muss dich leider bitten zu gehen. Ach du Scheiße. Das war doch gerade unsere Freundin Miranja vom Lagerfeuer. Können wir die irgendwie befreien? Nee, die Tür können wir dann nicht mehr aktivieren. Miranja! Miranja! Du solltest nicht hier sein. Ich darf nicht mit Menschen reden. Zumindest nicht mit Lebenden. Zum Flur.
Haben wir nicht? Wir haben doch. Geht das? Hallo? Huch! Ein Geist! Wie nett! Endlich jemand zum Plaudern. Ihr müsst mir unbedingt helfen. Ich werde von Dr. Marcel vollkommen zu Unrecht in dieser Anstalt festgehalten. Eine Null-Frame-Animation. Können du oder deine Geisterkumpel nicht irgendwas dagegen tun? Ihn verfluchen? Ihm seinen Schlaf rauben? Ihn in den siebten Kreis der Hölle ziehen und ihn dort auf alle Ewigkeit mit glühenden Nadeln foltern? Ach, komm schon. Ich habe so viel für euch getan. Ich habe obskure Rituale durchgeführt, Hühner getötet, nackt getanzt. Wobei ich mir rückblickend gar nicht sicher bin, ob das wirklich ein Geist war, der mich darum gebeten hat. Irgendwie fühle ich mich unwohl. Könntest du vielleicht deinen Kopf abnehmen, während wir miteinander reden? Mm-mm. Mann, du bist ja nicht besonders gesprächig. Willst du mir denn gar nicht helfen? Ja, doch schon. Nö. Eigentlich gar nicht. Nee. Nein. Aha. Super. Dann schau dir das mal an. Der Doktor zwingt mich dazu, diese Stoffhasen zu stricken. Keine Ahnung, wozu er die braucht, aber ich bin nicht besonders gut darin. Vielleicht kannst du mir ja unter die Arme greifen. Warte. Ich schiebe dir etwas Frotte durch die Durchreiche. Okay, wir haben blauen Stoff. Mietz. Dieser Hase war wohl noch zu jung, um zu sprechen. Mietz. Wir haben blauen Stoff, ich freue mich, super. Mietz. Dieser. Ja. Okay, das heißt, uns fehlt jetzt, können wir. Zum Waschraum. Können wir das direkt da reinballern? Dann haben wir das schon mal. Was hast du da? Zeig mal her. Guck mal. Ah, sehr gut. Du hast das Prinzip offenbar verstanden. Benutz das blaue Pissoir ruhig so oft du willst. Mist, jetzt hätte ich doch versuchen sollen, mit der Stricknadel vielleicht irgendwas draus zu machen. Aber Lilly, was tust du denn da? Schnauze. Weißt du denn nicht mehr? Nein. Du sollst keine spitzen Gegenstände benutzen. Verschwinde! Also lass schön die Finger davon, ja? Bis später. Hebe dich hinweg, Hase! Spitze Gegenstände, wütend werden und tun und lassen, was man will. Na, das wird dann noch lustig. Supercraft! So. Vielleicht hatte die Oberin recht gehabt, als sie Lilly aus dem Haushaltskurs geworfen hatte. Lilly wusste einfach nicht, wie man mit Nadeln umging. Na gut, aber den gelben Schal können wir bestimmt trotzdem... Was hast du da? Zeig mal her. Ah, sehr gut. Du hast das Prinzip offenbar verstanden. Benutz das gelbe Pissoir ruhig so oft du willst. So, jetzt haben wir alle Farben beisammen. Ich will mal auf spaßeshalber die Bananen ins blaue Pissoir legen. Was sagte man dazu? Blaue Bananen. Das geht? Blaue Bananen. Jetzt ist die Frage, pass mal auf, die haben ja alle eine Sehschwäche. Wer kriegt also was? Nehmen wir mal den Peter. Der will eine Banane haben, hat eine Rot-Grün-Schwäche. Was heißt denn das jetzt? Nee, der will keine Banane haben. Der will Blaubeeren haben, hat aber eine Rot-Grün-Schwäche. Adrian will Ommel. Ach nee, das heißt Tomate. Ich kann meine eigene Schrift nicht lesen. Die sieht so scheiße Ommel aus. Ich habe das so nebenbei im Spiel so hingeschmiert einfach. Der hat eine Rot-Gelb-Schwäche und will eine Tomate. Das heißt, wenn wir ihm eine Tomate geben, ist die gelb. Wir müssen also die Tomaten gelb färben, wenn mich nicht... Ich weiß nicht, ob das so stimmt. Was sagte man dazu? Gelbe Tomaten. Ein saftiges Uringelb. Köstlich, köstlich. Ich probiere das gerade mal einfach so durch. Aber vielleicht ist es ja auch ganz anders, als ich denke. Vielleicht ist das ja gar nicht so einfach, wie ich mir das hier gerade vorstelle. Wahrscheinlich, wie ich das so kenne, gar nicht. Droggy will eine Banane haben, hat eine Grün-Blau-Schwäche, was eigentlich bei Bananen völlig egal ist. Petra hat eine Gelb-Grün-Schwäche und will Brokkoli. Ich weiß noch nicht genau, was heißt, dass der Peter keine Banane will. Das weiß ich noch nicht. Vielleicht will der Peter nichts Gelbes, der hat aber eh eine Rot-Grün-Schwäche. Will Blaubeeren keine Banane. Beides ist nicht rot, beides ist nicht grün. Außer wenn es unreif ist, dann sind beide grün. Oder wenn man beide vollblutet, sind sie rot. Aber ich glaube, da können wir mal eine Ausnahme machen. Petra hat eine Gelb-Grün-Schwäche und will Brokkoli. Das heißt aber, wir müssten den Brokkoli eigentlich auch gelb färben. Warum? Das ist doch bestimmt alles komplett falsch. Warte mal, ich gehe noch mal ganz kurz zu den... Das muss man wenigstens einmal retarded ausprobiert people haben. Ich muss jetzt noch mal ganz kurz... Huch, geh mal weg. Ich muss jetzt noch mal genau hinhören, weil da war noch irgendwas mit... Ja, hat aber auch nichts gegen das und das.
Eine Sekunde. Hallo! Wie schön! Du bist wieder da! Vogelbecher! Schade. Ein baldiger Hungertod wäre eine Wahrheit. Ja, hätte sie vor. So, wie sieht's denn aus mit der Pizza, Freunde? Erzählt doch nochmal ganz kurz. Lilly wollte nicht noch einen Streit provozieren. Zum Glück hatte sie sich alles gemerkt. Adrian wollte Tomaten, aber keine Blaubeeren. Petra mochte Brokkoli, aber keine Tomaten. Droggelbecher hatte Hunger auf Banane, stellte sich aber beim Brokkoli quer. Und Peter wünschte sich Blaubeeren, hatte aber etwas gegen Banane. Das würde knifflig werden. Ja, das würde knifflig werden. Nee, soweit habe ich das völlig korrekt. Ich gehe nochmal ganz kurz die Farbenblindheit durch. Droggelbecher. Nicht doch, Droggy. Du musst ihm verzeihen, er hat eine Sehschwäche. Wie wir alle. Peter hat eine Rot-Grün-Schwäche, Adrian eine Rot-Gelb-Schwäche, Droggy eine Grün-Blau-Schwäche und ich habe eine Gelb-Grün-Schwäche. Lustig, nicht wahr? Ja, ich lach mich tot. Ja, dann habe ich eigentlich alles soweit richtig gemacht. Davon habe ich mir alles notiert. Ich klicke nochmal hier drauf. Droggelbecher. Ja. Bringen Sie uns zu Es ist ganz lang. Alles, was man dafür braucht, sind... Und ein Droggel. Okay, ja, dann eigentlich haben wir dann hier alles. Aber das kann doch gar nicht sein. Wie kann irgendwas das nicht fehlt sein? Mir, irgendein entscheidender Hinweis, irgendwas mache ich da noch falsch. Du machst ja noch gar nichts. Peter. Hallo Pizza. Gelbe Bananen. Ekelhaft, wer ist denn sowas? Und wieso was? Ach, jetzt muss ich mir den Namen. Das hier ist Adrian, wenn ich mich. Oder Adrian. Adriano Celentano. Das ist Petra. Das ist Peter. Das ist Droggy. Okay. Droggy möchte gerne eine Banane haben. Wie kann ich die denn jetzt darüber kriegen? Gelbe Bananen. Ja. Wie kann ich die denn. Achso, ich glaube, das ist egal, wie die hier belegt sind. Ich glaube, da kommt jedes Obst einmal drauf, wenn ich jetzt Brokkoli mache. Grüner Brokkoli. Und wenn ich die Bananen jetzt drauflege, was dann? Blaue Bananen. Ah, okay, alles klar. Ja, blaue Bananen. Ich probiere es einfach mal aus. Ich färbe jetzt einfach mal alles so, wie ich mir das vorstelle. Und ich habe einfach das Gefühl, dass alles falsch ist. Blaubeere müsste eigentlich so draufgehen. Tomate von rot nach gelb. Die Tomaten müssten gelb sein. Haben wir schon. Banane von grün auf blau. Sind eh gelb. Und Brokkoli. Gelb nee, ich bin nicht grün. Genervt. Grün müsste also gelb werden, wenn ich das jetzt... Das Rätsel ist super. Genau. Eher von Gronkh, wie er es löst, ja. Er sollte wenigstens einmal ausprobieren, das abzugeben. Oder irgendwie die... Ich meine, die Hinweise sind halt auf dem... Das ist wahrscheinlich alles... Auf dem Pizza-Bildschirm die Gesichtsausdrücke von den, das hat er auch noch nicht kommentiert, hat er auch noch nicht richtig gesehen. Falsch. Was sagte man dazu? Gelber Brokkoli. Mach Sachen. Das kann doch nicht funktionieren. Gelber Brokkoli. Ja, wissen wir schon. So, jetzt guck Tomaten. Mal hier, Droggelbecher gelbe mag keine gelben Tomaten. Brokkoli. Köstlich. Blaue Blaubeeren. Und jetzt ist Adrian auch noch angehalten. Und ich glaube, das ist da Peters scheint jemand nicht so glücklich zu sein über Gesicht. Seine... Kann man nicht wieder wegnehmen? Nee. Blaubeeren. Blaue Blaubeeren ist also nicht so glücklich drüber. Na, ich glaube, der entscheidende Hinweis... Der entscheidende Hinweis, der halt fehlt, ist, dass in diesem Spiel... eine Rot-Grün-Schwäche heißt. Das ist halt total bescheuert, aber dass sie halt einfach die Sachen nicht sehen, sobald sie rot oder grün sind. So. Das macht auch keinen Sinn. Das hätte man vielleicht auch irgendwo sagen müssen. So. Das ist halt so eine spezielle Adventure-Game-Logik. Wo man das Wort Logik halt auch so ein bisschen überstrapaziert. Aber ja, wenn man erstmal davon ausgeht, es gibt eine Lösung für das Problem und dann müsste man halt erstmal gucken, so, wer ist denn von was angeekelt, so, ne? Und dann einfach mal durchprobieren, anstatt halt einfach so eine Annahme aufzustellen, ohne die weiter zu überprüfen. Ja. Beziehungsweise, wir wissen ja nicht mal, was Erik da angenommen hat.
Aber guck mal, wie lecker dieser Teig hier aussieht. Richtig teigig, ne? Wer möchte gerne? Pass mal auf, das ist der Adrian. Blaubeeren. Ach, der Adrian mag keine Blaubeeren. Aber er hat ja auch keine Blaubeeren. Ich will mal kurz was testen. Pass mal auf, geh mal weg. Blaubeeren. Wenn ich die Blaubeeren jetzt einfach mal spaßeshalber grün färbe. Was sagte man dazu? Grüne Blaubeeren. Ja, werden manchmal in Polen als Weintrauben verkauft. Blaue Bananen, gelbe Tomaten, gelber Brokkoli, blaue Blaubeeren. Sagenhaft. Oh, danke schön. Grüne Blaubeeren. Unser Pingone. Okay, das ändert hier offenbar nichts an der Stimmung. Ich probiere nochmal was ganz kurz. Ich versuche jetzt mal ganz kurz was. Blaubeeren mache ich jetzt auch mal gelb, einfach weil alles so schön gelb ist. Huch, hallo Blaubeeren. Was sagte man dazu? Gelbe Blaubeeren. So, jetzt hier, Pizza, los. Gelbe Blaubeeren. Aha, guck mal. Okay, Droggy ist aber nicht happy, weil Droggy mag keine Banane und Bananen sind ja gelb. Wahrscheinlich liegt es daran, oder? An den blauen Bananen. Er hat eine grün-blau-Schwäche, er müsste also grüne Bananen sehen normalerweise gerade. Ah ne, Droggy will Bananen haben. Droggy mag keinen Brokkoli und der Brokkoli ist gelb. Okay, warte mal. Aber der ist ja schon auf einer Spur. Peter mag keine Banane. Adrian mag keine Blaubeeren. Droggy mag keinen Brokkoli. Petra mag keine Tomaten. Lecker. Pizzaabend heute. Wenn ich jetzt mal die Farbe... Ich ändere jetzt mal die Farbe der Tomaten. Ich will nur mal ganz kurz eine Theorie austesten. Was sagte man dazu? Rote Tomaten. Und dann lege ich die mal kurz auf die Pizza. Rote Tomaten. Und sie ist unglücklich. Alles klar. Alles klar, wirklich? Wirklich, bei den gelben Tomaten alles war klar? Sie nicht unglücklich. Warte mal ganz kurz. Ich notiere mal ganz kurz was. Eine Sekunde. Ich muss jetzt mal ganz kurz ein paar Pfeile hier in den Notizblock schmieren. Und zwar... Nee, ich glaube, richtig kapiert hat er es noch nicht. Sekunde, aber also ich bin jetzt mal ganz kurz hier drin. Er ist dem auf der Spur. Blaubeeren. Er weiß wenigstens schon mal so ein bisschen, worauf es ankommt. Die Blaubeeren. Eine Sekunde, ich bin gleich wieder da. Ich singe hier gerade mal im Hintergrund. Tut mir leid, wenn ich gerade ein bisschen wie abspenstig bin, wie immer. Okay, Adrian, Droggy, Moment. Und Petra. Der immer an seinem Mikro rumwummert. Das würde mir nie passieren. Dann Banane und Brokkoli. Okay, das stimmt soweit schon mal. Jetzt ist nur die Frage. Die müssten dann eigentlich... Wenn das ist, dann müssten die eigentlich... Nee, die müssten rot sein. Moment, ich bin gleich wieder da. Tralalala. Ich habe keine Ahnung. Entschuldigung, ich habe jetzt vergessen, mich vor das Mikrofon zu setzen. Ich habe jetzt keine Ahnung, ob das so funktioniert. Aber du kannst es ja ausprobieren. Peter mag Blaubeeren. Sekunde, ich versuche das gerade nochmal nachzuvollziehen. Das heißt... Tja, probieren wir es einfach mal. Komm, was soll's. Was haben wir denn jetzt hier? Nee, ich kann meine Schrift nicht lesen, verdammt nochmal. Das sieht aus wie Bratkartoffeln, heißt aber Blaubeeren. So, die Blaubeeren. Nee, die lasse ich mal gelb. Ach, gucke. Die Tomaten. Nein. Machen wir mal. Was so. Sagte man dazu? Grüne Tomaten. Eine Sekunde. Ich bin gerade geistig ein bisschen abwesend. Was sagte man dazu? Rote Bananen. Das wird hinten und vorne... Ja, vielleicht mal gucken. Ich weiß es nicht. Wenn das nicht funktioniert, dann mache ich ganz kurz eine Spielpause. Was sagte man dazu, Blaue? Ist ja unfassbar. Wenn das nicht funktioniert, mache ich mal ganz kurz eine Spielpause und probiere mal offscreen ein bisschen weiter und mache mir mal ein paar Pfeile, ein paar weitere. Blauer Brokkoli,
So, damit ist der Droggy happy, wie es aussieht. Gelbe Blaubeeren haben wir. Das heißt, der Adrian hier ist auch nicht mehr so pingelig. Jetzt haben wir noch grüne Tomaten für Adrian. Der soll grüne jetzt Tomaten. Ja, ja, der ist jetzt happy. Freue ich so mich. Zwei happy. Und dann haben wir hier noch, Sekunde, für den Droggy. Der müsste jetzt happy werden. Ja. Rote Bananen. Und der Brokkoli ist eh blau. Das hat man schon richtig. Das müsste jetzt... Alle sind happy, das müsste jetzt gehen. So, mal schauen. Ich habe keine Ahnung, was jetzt passiert. Jetzt geht's los zum Rollenspiel. Hoffe ich zumindest. Zumindest waren ja alle glücklich. Kann ja nur gut sein. Er hat es wirklich geschafft. Hallo? Huch, nein. Hier, Pizza Sucuk. Ah, die Pizza. Wohlan. Vortrefflich, vortrefflich. Toll! Ich wünschte, ich könnte auch so gut telefonieren wie du. Droggelbecher. Und Peter ist auch zufrieden. Zufrieden? Wie kann ich in so einer Welt zufrieden sein, in der die einzigen lebenswerten Momente darin bestehen, dass die Pizza nicht falsch belegt wurde? Das heißt ja. Wir stehen in deiner Schuld. Peter wäre fast verhungert. Nicht so schlimm. Ich habe ohnehin schon die Hoffnung aufgegeben, in Würde zu sterben. Droggelbecher! Wohl gesprochen. Nun, da die Verköstigung gewährleistet ist, lasset uns das Spiel beginnen. Möchtest du nicht mitspielen, Kleines? Du wirst sehen, es macht einen Riesenspaß. Wenn man Freude an exzessiver Selbsterniedrigung hat. Das und ein Würfelbecher. Droggelbecher! Aha. So sei es. Dann folge uns nun in die Welt von Hotmotigor. Huch. Ach. Eure Gruppe hat ihr Lager unweit der berüchtigten Koboldklamm aufgeschlagen. Lilly fand sich auf einer Lichtung wieder. Das Lagerfeuer prasselte und der Wind pfiff durch ihre Kleidung. In der Ferne hört ihr die Kriegstrommeln der Kobolde. Es ist eure letzte Rast vor der großen Schlacht. Lilly hörte tatsächlich Trommeln. In den nahen Bergen schien eine gewaltige Armee auf sie zu warten. Sag mal, erzählst du die Geschichte oder ich? Was? Es ist nur, ich sehe keinen Spielleiter-Sichtschutz bei dir. Und ich glaube mich zu erinnern, dass man den Rollenspielmeister an seinem Spielleiter-Sichtschutz erkennt. Das ist doch lächerlich. Ich bin der Erzähler, ich brauch keinen... Na, dann leite du doch die Rollenspielrunde. Ich bin gespannt, wie du das anstellst. So ganz ohne Kampfwehrtabellen und Quellenbücher. Was? Das ist doch... Das hab ich mir gedacht. Und jetzt rück mal. Hey, du kannst doch nicht... Wo war ich? Ach ja, ihr seid im Auftrag des Königs unterwegs, um die Klamm von den Kobolden zu befreien. Man erzählt sich, dass die Kobolde den rosaroten Fluss gestaut haben. Dadurch wurde die wichtigste Gedenkstätte Hotmotigors in einen Stausee verwandelt. Das Tal der unbequemen Erinnerungen. Das ist schon wirklich so eine schöne Verschränkung aller Erzählebenen hier. Es ist, ich bin damit auch einfach sehr glücklich. Also es ist halt nicht nur, dass man, dass wir halt im besten Shakespeare'schen Sinne ein Stück im Stück haben, also in diesem Falle ein Spiel im Spiel, ein Rollenspiel in einem Point-and-Click-Adventure, dass wir halt quasi in das wir eintauchen, sondern eben plötzlich gibt es halt eine zweite Erzählerebene durch den Spielleiter, der in diesem Fall ja Adrian ist, dass der den echten Erzähler beiseite schubsen darf. Einfach, weil er sich plötzlich mit ihm auf einer Ebene befindet, sozusagen. Ist schon sehr, sehr großartig. Und dazu kommt dann, dass halt ja, sie quasi in diesem Rollenspiel eben auch, dass dieses Rollenspiel dann halt quasi dann gleichzeitig auch deckungsgleich ist mit dieser Ebene der, mit dieser Trance-Ebene, ne? Was ja quasi so eine Art Fantasie-Unterbewusstseins-Ebene
darstellt. Und jetzt ist das Rollenspiel halt wie so eine, wirkt für Lilly halt wie so eine Art Hypnose, und sie ist halt hier an der Stelle, wo sie wo sie halt auch hinkommt, wenn sie sich über Harvey selbst hypnotisiert. Das ist halt einfach so eine abgefuckte Überlagerung an Bedeutungsebenen und einfach Erzählebenen. Die herrlich, herrlich abgefahren ist. Ja. Achso, hier meine Pflanzen-Squiggles, meinst du die Dinger hier? Ja, ne? Ja, das habe ich irgendwann nicht mehr so exzessiv gemacht, diese Pflanzen-Squiggles, ne? Aber hier auch Felsenmechanik, die ich mir hier irgendwie überlegt habe. Das war alles. Genau. So Schaustellungen meines eigenartigen Zeichenstils. Außer eurer Gruppe sitzt noch der geheimnisvolle Ortskundige am Lagerfeuer. Ihr seid müde von der Reise, aber an Schlaf ist nicht zu denken. Überall könnten Späher der Kobolde lauern. Die Schwarzmagierin Petrulla, der edle Sir Droggelot und der lustige Gaukler Schnippo. Ich will eine andere Rolle haben. Psst. Sammeln ihre Kräfte für den Kampf. Die amazonische Barbarenkriegerin Lillegrim. Huh? Das bist du. Nur die amazonische Barbarenkriegerin Lillegrim ist voller Unrast. Es ist deine Aktion. Lillegrim, was tust du? Ich würfle eine 30. Ja, was tun wir denn? Ich finde das übrigens, ich feiere das gerade so ein bisschen, dass man hier in der Fantasie quasi ist und dass man hier wirklich das Rollenspiel jetzt spielt, das feiere ich gerade so ein bisschen. Schnippo, Sir Droggelot, Petrulla und geheimnisvoller NPC. Die vermummte Gestalt saß schweigend am Lagerfeuer. Komisch. Ich kann mich gar nicht daran erinnern, dass die im Abenteuer vorkam. Aus welchem Sourcebook stammt die denn? Ach, das ist Harvey. Das ist gar nicht der Erzähler. Ich dachte, das wäre der Erzähler hier, der Adrian, aber das ist Harvey. Ich erkenne ihn an seiner blauen, kalten Schnauze. Petrulla. Petrulla saß am Feuer und beobachtete den Teekessel. Beschreib dich doch mal kurz selbst. Also, ich bin voll die mächtige Zauberin und hübsch, aber auch voll mächtig. Und ich trage eine Robe mit goldenen Stickmustern. Und das ist auch voll hübsch, weißt du? Unter der Kapuze sehe ich dann voll Gothic-mäßig aus. Aber hübsch. Danke, Petra. Das reicht wohl. Das ist so schön, dass Erik darüber auch lachen kann. Es tut mir leid, aber ich wär halt irgendwie mit Pen and Paper Rollenspielen Erfahrungen in seiner frühen Jugend gemacht hat, der hatte bestimmt halt auch einfach mindestens in irgendeiner Runde mal eine so eine Mitspielerin, die sich auf diese Art und Weise selbst beschrieben hätte. Ach, ist das schön. Ich muss gerade lachen, weil das echt so dieser stereotypische, naja, ist ja auch egal. Wer MMOs gespielt hat, weiß schon Bescheid. Sir Droggelot sah prächtig aus in seiner strahlenden Rüstung. Droggelbecher! Ein Mithril-Harnisch? Wirklich? Droggelbecher! Na gut. In seinem Mithril-Harnisch. Da fällt mir gerade ein. Das ist halt übrigens auch sehr schön, dass Droggelbecher halt hier, wenn er nicht im Charakter ist, halt immer noch Droggelbecher sagt, aber sobald er halt in Charakter spricht. Das sehen wir ja gleich. Ich hatte noch bei World of Warcraft, als die umgestellt hatten, ne, als die Todesritter dazu kamen, da hatte ich mal einen Todesrentner Opa Knackfaust. Ja, fällt mir da gerade wieder ein, wo ich den Strahlen in seiner Mithril-Rüstung sehe. So, wollte ich jetzt nur mal, fiel mir gerade spontan wieder ein, aber hat auch hier überhaupt nichts verloren, außer dass wir hier gerade RP gehen. Mach mal einen Wurf auf Charisma, Peter. Muss ich? War ja klar. Nippo ist wohl der hässlichste Narr, den du jemals gesehen hast.
Nein, der hässlichste ist dann doch eher Ronald McDonald oder Wumbo aus dem... Donald Trump ist eigentlich der hässlichste Narr. Im Heidepark. Zumindest, ja, aber den hat man damals noch nicht so auf dem Kasten wohl. Peter hat mein Würfelglück. Kennt ihr Wumbo? Diesen komischen dicken Bären, der da immer so, hallo Kinder. Egal, hat hier auch gar nichts verloren. So, quatschen wir doch einmal rum mit den Leuten. Hallo Lillegrim, möchtest du dich von meinen lustigen Späßen erheitern lassen? Dann schau her. Und? Schon amüsiert? Beeindruckend! Kobold müssen... Ach, wir müssen doch wohl nicht etwa gegen die Armee der... gegen die Kartoffelarmee kämpfen. Die Deutschen greifen an, wie es aussieht. Angriff, schlafen, jonglieren. Ich gehe mal von links nach rechts einfach chronologisch durch hier. Ich dachte ja nicht, dass ich jemals so etwas sagen würde. Aber ich wünschte, wir würden in die Schlacht ziehen. Anstatt hier nur rumzulungern. Ein schneller, blutiger Tod wäre mir deutlich lieber als diese nicht enden wollende Erniedrigung. Vielleicht können wir da später ja noch aushelfen. Ich habe keine Angst vor den Kobolden, falls du das meinst. Ich fürchte mich nicht davor, von mächtigen Koboldwaffen in Einzelteile zerlegt zu werden. Und die Gerüchte, dass sie die Gedärme ihrer Opfer um dornige Spieße wickeln, prallen von mir ab. Denn ich bin Schnippo, der lustige Spaßmacher der Gruppe. Hui! Stimmung! Kobolde! Ach, hatten wir gerade schon. Ja, es sieht nicht nur so aus. Ich jongliere tatsächlich nur mit einer Kugel. Oh. Und ich weiß auch, wie lächerlich das wirken muss. Ach, auf was? Meinem Charakterbogen stand, dass ich... ich, der lustige Schnippo, habe die erstaunliche Fähigkeit, mit 55 Kugeln gleichzeitig zu jonglieren. Aber... so gerne ich mein Gehirn doch mit der Vorstellung belastet hätte, wie das wohl aussehen würde. Der geheimnisvolle Wanderer meinte, ich solle lieber nur mit einer Kugel jonglieren, weil das viel besinnlicher ist. Und solange ich nicht aus Scham oder Langeweile einer spontanen Selbstentzündung erliege, werde ich mich daran halten. Wenn du... einen besseren Vorschlag hast? Ich glaube, der vermummte Wanderer war bestimmt der Graphic Artist bei Dedelic, weil eine Kugel in der Hand zu halten ist auf jeden Fall viel weniger Aufwand als 55 Kugeln hier, ne? Highspeed und so, Warp 9, tralala. Egal, was machen? 55 Kugeln, 3 Kugeln. Also die einzelnen. Es kann sein, dass wir schon so eine Art Lip-Sync, also dass wir die Lip-Sync-Funktion benutzt haben und die einzelnen Mundposen, auch wenn es nur 3 oder 4 sind, den Vokalen und Konsonanten zusortiert haben. So haben wir es zumindest bei Deponia gemacht. Aber da hatten wir halt auch deutlich mehr Mundposen. Also es gibt halt so eine für Animationen gängige Zuordnung, wo Vokale und Konsonanten in Vokal- und Konsonantengruppen sortiert werden. Zum Beispiel, man sieht eigentlich nicht den Unterschied, ob du ein F oder ein S machst bei der Mundprose. Das ist, glaube ich, jetzt lass mich nicht lügen, aber es ist halt, solche Sachen werden dann zusammen gruppiert. Und oder so, ist auch dasselbe. Also Simone hatte dafür halt ein extra Sheet erstellt sozusagen. Und den hat sie wahrscheinlich auch nur aus irgendeinem Artbook, aus irgendeinem Handbuch für Animatoren. Ach so, hier, Animator's Survival Guide oder so heißt das Buch. Das ist ein Standardwerk. Ich glaube, da kommt im Prinzip diese Zuordnung her. Das ist etwas, was jeder Animator quasi in der Ausbildung in die Hand gedrückt bekommt. The Animator's Survival Guide. Ich
ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, ich habe halt auch ein Exemplar. Warte mal, ich guck mal kurz. Gefunden. Ist gut, wenn man weiß, wo alles ist. Und guck mal, diese Kaffeeflecken hier vorne drauf. Ich hoffe zumindest, dass es Kaffeeflecken sind. The Animator's Survival Kit. Das ist von Richard Williams. Wenn mich nicht alles täuscht. Oh, der ist der Academy Award Winning Director of Animation of Who Framed Roger Rabbit. Also der hat quasi die, der hat die Animationsregie für den Roger Rabbit Film damals gemacht. Und der hat halt, genau, dieses Standardwerk, dieses gar nicht mal so dünne, für Animatoren geschrieben. Und jetzt gucke ich mal kurz. Dialogue. Picture and Sound Sync. Also ab 304 geht es auf jeden Fall los mit Dialog. Da sieht man dann, glaube ich, ja, hier gibt es, ich hoffe, das sieht man, BMPFTV, so sieht das hier aus, warte mal, hier gibt es auch noch, genau. Aber wir hatten halt für Deponia hatten wir so eine Tabelle. Wo wirklich einzelne Konsonanten und Vokale halt Mundposen zusortiert waren. Also Simone hatte so eine richtige Animationsbibel, ein Workbook quasi für Deponia erstellt, das alle Animatoren in die Hände bekommen haben. Und da gab es halt wirklich einfach Und das Kapitel brauchten dann auch die Skripter, die dann halt quasi diese Zuordnung programmiert haben und tatsächlich anhand der Strings, also der Textstrings, dann halt die entsprechenden Animationsposen aus einer Animationsmatrix herausgesucht haben. So ist es tatsächlich passiert. Und möglicherweise haben wir das hierfür auch benutzt, haben halt nur eben eine gröbere Zuordnung gemacht. Das hat der für O und für, keine Ahnung, für was auch immer mitbenutzt wurde. Es kann allerdings auch sein, dass wir hier einfach nur gesagt haben, random, play random. Ja, in der Bonus von der Club. Ich glaube, es ist auch im Deponia Artbook ist das auch abgedruckt. Das könnt ihr jetzt auch schnell noch holen, falls es euch interessiert. Es gibt das Deponia Artbook. Da haben wir, glaube ich, auch Teile von dem Workbook, das Simone hergestellt hatte, haben wir das auch abgedruckt. Bestimmt mindestens das.
Weil es gibt ja nicht unendlich viel zu zeigen. Was es nicht ins Spiel gefunden hat. Interessiert euch das? Dann hole ich das auch noch mal kurz. Und seid ihr überhaupt noch da? Uhu. Hallo. Gerne. Auch sehr hilfreich für Comics. Ja, sehr gern. Dafür sind wir noch hier. Na gut, dann hole ich das. So, The Art of Deponia. Warum gab es nie ein The Art of Edna Buch? Weil es in Edna keine Art gab. Hat niemand gefragt, aber... So. Ich frage mich, ob es hier auch so... Character Art, Seite 7. Nee. Character Design, Animation. Na, ich frage mich, ob das halt hier... So. Oh, wollt ihr mal sehen, wie Janosch ausgesehen hätte, wenn ich den gezeichnet... als ich den gezeichnet habe in meinem so habe ich Janosch gezeichnet. Und so sah er nachher im Spiel aus. Wirklich sehr unterschiedlich in diesem Fall. Interessant. Einige Charaktere sind sehr ähnlich wie das, was ich gescribbelt habe. Andere sind sehr unterschiedlich. So, mal gucken, wie schnell ich diese Mundanimation... Ach, cool, krass, guck mal. Hier habe ich zum Beispiel die beiden Elefanten aus Doomsday, also die Utopianer. Es gab sogar eine sogar aufwendige Animation von mir, also Rough Scribbles, die ich teilweise gemacht hatte, um und hier sieht man zum Beispiel, wie nah Pimpy und wie hieß die Freundin von Pimpy, weiß ich nicht mehr, wie die an meinem Original sind. So hatte ich die gezeichnet. Und da wurde sich sehr strikt dran gehalten. Schnicksi, genau. Dankeschön. An Ronny natürlich auch einigermaßen. So, aber das war jetzt schon das Kapitel über Charaktere und die Lip-Sync-Nummer, die habe ich da gar nicht gesehen. Ist auch nicht gut sortiert, muss man sagen, das Buch. Ist hübsch, aber nicht gut sortiert. Guck mal, wie krass nah an an meinem Scribble. Warte mal, wo ist mein Scribble? War das schon mein Scribble? Ich glaube, das ist mein Scribble. Der tatsächliche Screen hier war. Aber bei Doomsday haben sich die, wurde sich wirklich sehr, sehr stark an meinen, obwohl, war das von mir? Nee, das war möglicherweise gar nicht von mir. Oh nee, das war gar nicht mein Scribble. Sah auf den ersten Blick so aus wie von mir, aber das stimmt gar nicht.
Hier, das hier ist von mir, die Schrott-Uni. Ich mach mal ein bisschen größer, wo wir gerade hier noch dabei sind. So. So habe ich die gezeichnet. Und das war tatsächlich, gab es einen spielbaren Prototypen von Doomsday auch, wo noch all meine Hintergründe drin waren. Dann wurden die halt Schritt für Schritt aufgeteilt. Dieser Screen hier unten, der hat es nie da reingeschafft. Da war ich noch ein bisschen abgefahrener unterwegs. Das war ein ganz, ganz frühes Kribbel, das halt noch überhaupt keine spielerische Relevanz hatte. Nur so ein bisschen so ein abgefahrener fahrende Zwischenwelt-Version Dingens. Bummens. Keine Ahnung. So, aber wir sind ja wegen was anderem hier. Ah, guck mal hier. Die niedlichen Postkastenkatzen. So, mit kleiner Erklärung. Niedliches Kätzchen, Elektroschock. In der Poststelle des Kuhwacker Rathauses werden niedliche Kätzchen per Elektroschock dazu gebracht, Briefmarken und Briefumschläge anzulecken. Das habe ich scheinbar irgendwann auf so einen Zettel geschrieben. So. Aber wo sind denn jetzt die Mundposen? Das kann ich mir nicht vorstellen, dass die nirgendwo. Ihren Weg in dieses Artbook gefunden haben. Das finde ich ja ganz furchtbar. Aber ich habe es nicht immer noch nicht gesehen. Ich gehe noch mal von Anfang an durch und Tja, eine Unterlassungssünde der Sonderklasse. Interessiert doch niemanden, haben sie gesagt. Schmeißen wir raus. Das hat im Artbook nichts zu suchen, haben sie gesagt. Tja, ja, in der Doku ist es irgendwie drin, ne? So eine Art Doku aufgenommen. Mann. Ich kann's kaum glauben, aber es scheint gar nicht hier zu sein. Es ist nicht da. Naja, dann blätter ich hier halt ein Buch. Ich hoffe, ihr habt trotzdem Spaß. Ja, es ist halt nicht besonders. Was soll ich denn machen? Soll ich die einzelnen Buchseiten alle reinhalten, um euch zu zeigen? Hier ist es auch nicht. Oh, das hier sieht gut aus. Da habe ich mir richtig viel Mühe gegeben. Guck mal. Da oben. Das ist meine Version von dem
von dem oberen Bereich des Rummels, Rummelplatzes. Habe ich mir richtig, richtig Mühe gegeben. Guck mal, es sieht teilweise besser aus als, also es ist nicht gecleant, aber von der Anzahl der Details her echt ganz schön ordentlich. So viel anders sieht es im Endeffekt auch nicht aus. Also na klar, klar ist hübscher, aber ne. Also da sieht man auch, wie bei Doomsday, der Michael Benrath gefehlt hat. Die haben einfach meine Scribble 1:1 übernommen quasi von der Bildaufteilung. Da hat niemand nochmal rüber geguckt. Das gilt wirklich für alle Screens hier, ne? Da oben der Hauptplatz sah nachher genauso aus von der Bildaufteilung. Dann das hier, das ist gespiegelt im Spiel. Aber ich glaube, diese Version ist einfach gespiegelt fürs. Ich glaube, in meiner Version war es auch gespiegelt. Hier sehe ich gerade nicht, was da. Das sehe ich einfach so nicht. Aber guck mal hier. Das sogar nachher farbig gemacht. Das war meine erste Version. Und das ist doch auch von mir, oder? Ja, das sieht so aus, als wäre das auch von mir. Komisch. Und so sieht's nachher, sah es nachher aus. Das habe ich selber nochmal verbessert. Auch immer hier dieser komische Fulok-Clown zu suchen hat. Einfach weil es ein Clown ist. So, aber das wollte ich ja eigentlich alles gar nicht zeigen. Das wollte ich ja eigentlich alles gar nicht zeigen. Ma-pa-pa. La 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 la. Dingo, schnuck, 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 schnuck. Nee, ich bin aber jetzt fast durch. Wieder zum zweiten Mal. Und siehe da. Diese schönen Mundposen aus unserem Workbook, die fehlen hier. Sträflich. Hier, die Storyboards, die ich zu den Cutscenen gezeichnet habe, sind auch sehr spektakulär. Und so sehen sie dann natürlich tatsächlich aus im Spiel. Oder hier. In diesem Stile habe ich die Dinger dann immer gezeichnet, ne? Naja. Und so sieht das, genau, so sieht das Artbook aus. Hübsch ist es geworden. So, aber leider nicht das drin, was wir suchen. Nochmal den Grund für Fulocks zu erklären. Ach so. Ich wollte die Morlocks nennen. Wie in die Time Machine. Wie in dem Film, nee, in dem Buch Time Machine, der natürlich auch häufiger verfilmt wurde, wo der halt dann nachher versehentlich quasi in eine weit entfernte Zukunft reist, wo die Menschheit schon quasi ausgestorben ist und die Welt von Morlocks bewohnt wird, die halt einfach nur irgendwie affenartigen Wesen sind. Genau, so hatte ich mir das vorgestellt. Wenn man mit der Zeit, Schindluder mit der Zeit betreibt, dann gibt es in der Zukunft Morlocks.
Das ist genau das, was Rufus halt auch auslösen würde. Versehentlich halt irgendwie die ganze Menschheit durch Morlocks ersetzen. Und deswegen wollte ich Morlocks in meinem Spiel haben. Und dann haben wir aber nachgeguckt, ob das Wort Morlock überhaupt rechtefrei ist im Prinzip. Und tatsächlich waren wir ein oder zwei Jahre zu früh. Also nur, es war nur noch eine Frage von Monaten, dann wäre der Begriff Morlock rechtefrei geworden, weil nach 60 Jahren oder so, sind es 60 Jahre oder 80 Jahre, irgendwie nach Versterben des Autoren werden Stoffe rechtefrei und dann kann sich jeder daran bedienen. Deshalb halt dann irgendwann so viele Agatha Christie-Spiele entstanden sind, weil die Sachen einfach rechtefrei geworden sind. Nach 70 Jahren. Oh, genau dazwischen also. So, naja, auf jeden Fall, wir waren knapp zu früh und deswegen haben wir uns nicht getraut, Morlocks zu sagen. Dann haben wir gesagt, dann sind es halt Fewlocks. Sind ja gar nicht, die haben ja gar nicht Morlocks. Die haben ja eher weniger Locks. Deswegen Fewlocks. So. Bei einer Kugel bleibe und keine Kugel. Ich würde eigentlich sagen, keine Kugel, aber ich schlage mal 55 vor und wir probieren es hinterher nochmal mit keine Kugel in der Hoffnung, dass wir die eine da kriegen. Schon klar. Du willst den Trick mit den 55 Kugeln sehen. Ich muss dich enttäuschen. Der Wanderer findet das zu hektisch. Und offenbar geht es in diesem Spiel darum, dahergelaufenen Kuttenträgern obskure Wünsche zu erfüllen. Zumindest hält sich das Spiel an die Romanvorlage. Gut, dann mach doch einfach keine Kugel, oder? Ja. Du meinst, ich sollte es mal ganz ohne Kugel probieren? Bravo! Du hast die einzige Möglichkeit gefunden, meine Langeweile noch weiter zu steigern. Andererseits, wenn ich ohne Kugel jongliere, könnte ich mich vielleicht sogar etwas hinlegen. Gegen Schlafen hat hier ja offenbar niemand etwas. Ich hoffe, der ist jetzt nicht direkt tot. Können wir die Kugel jetzt zufällig... Es handelt sich um eine normal große Jonglierkugel. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Ich habe mein Jonglierkugel-Kompendium nicht dabei. Jonglierkugel. Ich weiß noch, dass ich mich bei... Das erste Mal, als ich Eriks Let's Play hier geguckt habe, damals frisch nachdem es draußen war, mich sehr darüber geärgert habe, dass er hier ganz viele Kombinationen mit den Charakteren nicht ausgelöst hat, die halt zu sehr lustigen Texten führen. Jonglierkugel! So, haben wir die Jonglierkugel. Jonglierkugel! Sir Droggelot, dann quatschen wir mal einfach mit den Leuten hier rum. Hallo! Also mittlerweile, also übrigens nochmal zum Thema Morlocks und Fewlocks. Monty fand halt das super, dass wir Morlocks im Spiel haben wollten, weil der ein großer Fan von den Morlocks aus The Time Machine ist. Ist sowieso großer B-Movie und Comic-Connoisseur. Und also Monty, der Sprecher von Rufus. Monty Arnold. Und war halt richtig, richtig, richtig begeistert, dass in dem Spiel im vierten Teil halt Morlocks auftauchen. So begeistert, dass er mir tatsächlich nochmal eine alte Version von The Time Machine und eine Folge von Twilight Zone, wo Morlocks auch eine Rolle spielen, auf DVD gebrannt hat. Und an irgendeiner Stelle lässt er dann halt auch so einen Kommentar fallen, wo er die Geschichte erklärt mit den Morlocks und den Fewlocks. Na, eigentlich wollten wir sie Morlocks nennen, aber
der Name war noch nicht rechtefrei. Haben wir sie halt Fulox genannt oder so. Und hat er halt diese Erklärung komplett in Gänze quasi fallen lassen in einem der Kommentare. In seiner Rolle. Aber eben trotzdem vierte Wand brechend. Oh. Das Artbook ist als Bonus bei Doomsday als PDF dabei. Auch das wusste ich auch nicht. Guck mal. Das Monty anscheinend, ja, das, ein Gamer ist er halt nicht. Der ist eher ein Filmegucker und Comicleser. Diese Blume sagt es doch. Ja, das, du meinst Ronny. Nee, das sagt irgendwo, sagt Rufus das. Ronny wird ja von Gunnar gesprochen. Der würde sich solche Freiheiten mit meinem Text nicht rausnehmen. Da. Hallo Lillegrim, bist du immer noch auf den Beinen? Du solltest dich ausruhen. Ach. Das ist jetzt für Erik ist das gar kein großes Ding, dass Sir Drogelot halt normal sprechen kann. Ich fand das halt brillant, aber wie gesagt, Gronkh hat ja auch nicht, hat er auch Edna bricht aus noch nicht gespielt und hat diesen Drogelbecher Quatsch ja sowieso noch nicht, für den hat das sowieso noch nicht so eine große Bedeutung hier an der Stelle. Aber das ist natürlich eigentlich ein erhebender Augenblick, dass Drogelbecher, wenn er in seiner Rolle ist, natürlich ganz normal sprechen kann. Also in seiner Rolle als Ritter. Ja, und es bleibt dabei, dass ich die wahre Bedeutung des Wortes Drogelbecher mit ins Grab nehme, wenn ich sie denn wiederfinde. Ich halte Wache und pass auf, dass das Feuer nicht ausgeht. Jetzt schau mal nicht so grimmig. Dein Tatendrang ehrt dich zwar, aber der geheimnisvolle Wanderer hat recht. In der Ruhe liegt die Kraft. Lillegrim hätte den tapferen Sir Drogelord am liebsten angebrüllt. Sie war sicher nicht den ganzen Weg zur Koboldklamm gereist, um zu schlafen. Doch etwas hielt sie davon ab, die Kontrolle zu verlieren. Wütend wandte sie sich von ihrem Gefährten ab. Ihr Blick fiel auf den stillen Wanderer, der das ganze Gespräch mit angehört hatte. Hatte sie da ein Schmunzeln unter der Kapuze gesehen? Wir werden ihn töten müssen. Töten. Töten. So, dann fragen wir doch auch mal den guten Sir Drogelot hier von links nach rechts alles durch. Ich weiß ja, was du sagen willst. Du bist zum Kämpfen hier und nicht zum Rasten, stimmt's? Vielleicht sollten wir doch noch heute Nacht die Ruhe bewahren und unsere Kräfte sammeln. Das wolltest du doch sagen, oder? Der Wanderer hat recht. Überstürztes Handeln hat noch nie einen Vorteil gebracht. Jan MM14, bin ich das? Ich war mal Jan MM. Jetzt bin ich Jan B. Aber komisch, dass hier ein Jan MM im Chat ist. Hallo. Namensvetter. Töten. Keine Angst. Die Kobolde werden uns heute Nacht bestimmt nicht mehr angreifen. Sie bewachen ihren Staudamm in der Klamm. Ich frage mich allerdings, was sie vorhaben. Den rosaroten Fluss zu stauen. Und dadurch das Tal der unbequemen Erinnerung zu überfluten. Wozu? Das alles ist sehr rätselhaft. Machst du dir Sorgen um das Feuer? Normalerweise würde ich dir recht geben. Die paar Scheite reichen bei weitem nicht aus, um das Feuer die ganze Nacht in Gange zu halten. Außerdem passieren immer die tollsten Sachen, wenn man sich bei der Suche nach Feuerholz in den Wald schlägt. Man findet Schatzkarten, fällt in verwunschene Brunnen oder trifft auf Händler mit magischen Amuletten. Vielleicht sollte ich ein wenig entspannen und es für heute gut sein lassen? Das war es doch, was du sagen wolltest, oder? Der Wanderer hat recht.
Es muss ja nicht immer was passieren. Und die Nacht ist ja recht warm. Ich warte nur noch, bis der letzte Scheit ins Feuer muss. Dann gehe ich auch schlafen. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber ich habe da so einen kleinen Drang namens Töten, Töten, Töten. Richtig. Bist du etwa auch so müde wie ich? Eigentlich ja nicht. Mist, ich muss husten. Eine Sekunde. Mist, ich muss husten. Mist. So, da bin ich wieder und drehe mich jetzt wieder ein bisschen lauter. Ich hoffe, die Lautstärke stimmt in etwa so. Gut, dann lassen wir den mal. Ich glaube auch, dass die random und sind. Und sprechen mal mit Petrulla. Ich meine sogar, mich grob zu erinnern, jetzt wo du sagst, dass wir das ausprobiert haben mit den mit dem Lip-Sync Skript und weil es halt so wenige Mundanimationen, also so wenige Mundphasen gab, so wenige unterschiedliche, blieb dann ständig halt derselbe Buchstabe über ganze Wortteile stehen, so weil Worten wie, also ne, das, derselbe Mund wurde für P und für O benutzt, so ein Popo, so. Das ist, sah dann einfach nicht cool aus, sondern halt falsch. Als würden Animationen fehlen. Deswegen haben wir einfach wieder zurück auf Random gestellt, weil es dann einfach deutlich besser aussah. Weil halt keine zwei gleichen Mundphasen hintereinander abgespielt wurden. Erschreck mich doch nicht so! Du siehst doch, dass ich den Kessel bewache! Die Kobolde verhalten sich ruhig. Zu ruhig vielleicht. Was haben die Kobolde bloß vor? Warum setzen sie eine der größten Gedenkstätten des Königreichs unter Wasser? Mir ist ja mal was Ähnliches passiert. Aber das war ein Unfall. Und außerdem glaube ich auch nicht, dass die königliche Toilette wirklich als Gedenkstätte zählt. Kommt drauf an, wessen da gedacht wird. Wenn du dich fragst, was ich hier treibe, ich braue natürlich einen diabolischen Zaubertrank. Naja, in Wirklichkeit ist es ein Beruhigungstee. Ich wollte eigentlich ein paar Kaffeedämonen heraufbeschwören, aber davon kann man so schlecht schlafen. Und wir brauchen ja unsere Kräfte für die Schlacht. Jetzt muss ich den Kessel bewachen, bevor er zu pfeifen anfängt. Der Wanderer hat so empfindliche Ohren. Willst du denn gar nicht schlafen? Kann ich gar nicht verstehen. Ich bin nämlich extrem müde. Sag mal, wenn du eh noch aufbleibst, kannst du denn nicht auf den Kessel aufpassen? Na klar. Oh, prima. Dann kann ich endlich schlafen. Du weißt ja, wir brauchen unsere Kräfte für... die Schlacht. Okay, jetzt pennen alle. Ich mal gucken, kann ich den vielleicht verstopfen? Gut, die Kugel steckte. Aber noch reichte der Druck im Kessel nicht aus, um etwas zu bewirken. Wir müssen vielleicht die Holzschalte noch nachlegen, aber vorher will ich noch mal mit dem geheimnisvollen NPC reden. Nanu, wen haben wir denn da? Eine kleine Barbarenkriegerin. Ich spüre großen Zorn in dir. Lodert in dieser kleinen Brust etwa das Feuer der Kampfeslust? Dann lass dir einen Rat geben. Schluck es runter. Die erfolgreichste Schlacht ist die, die gar nicht erst ausgefochten werden muss. Also sei eine brave Barbarenkriegerin und leg dich etwas hin. Lillegrim konnte kaum glauben, was sie da hörte. War dies nicht ein Fantasy-Rollenspiel? Wo war denn der Spaß dabei, sich vorzustellen, tatenlos um ein Lagerfeuer zu sitzen? Lillegrim dachte gar nicht daran, den einlullenden Worten des Ja, da wurde, ist nicht die Outline abgeschnitten, die Kugel ist nicht richtig platziert hier, die Kugelgrafik. Die muss ein Stück weiter rechts und ein Stück weiter runter. Wurde nicht zu Ende gezeichnet, weil gesagt wurde, jetzt hier die Outline vom Kessel kann benutzt werden. Und wurde halt so drauf gezeichnet, dass es halt, also von wer auch immer diese Kugel gemacht hat. Kann ja sogar sein, dass ich die selber gemacht habe.
Also die Animation hier drumherum habe ich nicht gemacht, aber hier die Kugel. Und dann kann es halt sein, dass sie einfach beim Platzieren verrutscht ist. Wir hatten eigentlich nachher immer so ein Platzierungsskript, wo halt einfach alle Items, die halt, beziehungsweise alle Objektgrafiken, die quasi und ne, alle Overlay-Grafiken, die halt zu einem Screen gehörten, einfach nur als einzelne Ebene in einer Photoshop-Datei richtig benannt quasi angelegt sein mussten. Also ne, immer flach gemacht sozusagen auf eine Ebene. Ne, dann gab es halt eben die Background-Ebene und dann Kugel, Dingens, Bummens, X, Y, Z und so weiter. Und dann hat uns dafür ein Skript geschrieben, dass wir in Photoshop halt einfach irgendwo ein Exportieren Knopf hatten und dann hat er uns halt hat Photoshop uns so per Stapelverarbeitung die ganzen Ebenen einzeln zugeschnitten und rausgespeichert und zusätzlich halt eine XML Datei halt rausgespeichert oder irgendwie so ein Code-Schnipsel, den wir halt einfach nur per Copy und Paste in Visionaire einfügen mussten. Und dann waren die ganzen Objekte schon richtig angelegt und zwar auch richtig platziert auf dem Hintergrund, weil der schon wusste quasi, wo ist die obere linke Ecke quasi vom Objekt im Bild, also wie wurde dieses Objekt zugeschnitten. So, bevor wir dieses Skript hatten, mussten wir diese Objekte halt immer pixelgenau händisch im Visionaire Editor auf dem Hintergrund platzieren. Und das war eine Heidenarbeit tatsächlich. Ja. Geheimnisvollen NPC nachzugeben, wenn überhaupt, machte sie das alles nur noch wütender. Zu dumm, dass es ihr nicht erlaubt war, die Beherrschung zu verlieren. Nur allzu gern hätte sie diese wandelnde Schlaftablette in Grund und Boden gebrüllt. Ach ja, Litago, das große Spiel von Schmidt Spiele, freigegeben ab 8. Und was machen wir denn jetzt? Wir haben hier die Holzscheite, die nehmen wir jetzt mal einfach auf. Darauf brauchst du nicht zu würfeln. Es sind Holzscheite. Dann nehme ich die doch einfach mal und erhitze den Kessel noch ein bisschen. Dann kann sich nämlich Dankeschön, auch der Dante, der 8. Liegen. Nee, der 13. Und vielleicht explodiert dann der Kessel und dann passiert hier mal was. Okay. Will nicht irgendjemand was unternehmen? Sir Drogelot? Drogelbecher? Im Charakter, bitte. Drog? Noch nicht, Lillegrim. Das Feuer soll ja noch die ganze Nacht halten. Die Holzscheite haben wir schon. Was haben wir denn? Haben wir sonst noch irgendwas? Lagerfeuer. Das Lagerfeuer prasselte Atmosphäre. Wo ist denn nur... Schade. Ich hatte extra eine CD mit Lagerfeuerprasseln gebrannt. Ich muss sie im Feuer gelassen haben. Stellt euch das Prasseln einfach vor. Die giftigen Dämpfe einer CD. Ach, schön. Können wir den vielleicht bewusstlos schlagen? Sei bitte sparsam damit. Ja, das Feuer soll ja noch die ganze Nacht halten. Können wir ihn bewusstlos schlagen? Huch. Hallo? Na, hier! Mann, Bibi, bewusstlos schlagen. Kannst du doch so gut. Du kannst auch noch morgen hier aufräumen. Leg dich ruhig hin. Für heute hast du genug getan. Schnippo. Können wir den vielleicht nicht doch zum Pennen überreden? Leg dich ruhig hin. Ich passe schon auf, dass das Feuer nicht ausgeht. Ich mach das schon. Mach dir keine Sorgen um das Feuer. Ich bleibe wach, bis das letzte Holz verbrannt ist. Bist du etwa auch so müde wie ich? Ja, verdammt! Und nochmal. Ja.
wollte es noch ein paar Mal. Kleiner Hinweis in den Augen, die immer weiter zugehen, wenn, wenn man ihn so anspricht. Das ist so fast schon in Anlehnung an das Roti- und Moti-Rätsel aus dem zweiten Akt in Edna bricht aus, wo man halt auch auf die Augenposition von denen achten muss, um sich quasi. Die haben ein Tell, wie man so schön sagt, bei ihrem Kartentrick dort. Mal klicken, ich wollte jetzt eigentlich noch so fünfmal gähnen lassen, um das Ganze in Länge zu ziehen. Aber offenbar, naja, dann kürzen wir das mal ein bisschen ab. Du versuchst, die Scheite in das Feuer zu legen. Mach mal einen Wurf auf Schleichen und Verstecken, damit Sir Drogelot nicht aufwacht. Geschafft! Die Scheite lagen im Feuer. Aber Kind, was tust du denn da? Dieser Lärm ist der Gruppenharmonie bestimmt nicht zuträglich. Ohne dich drängen zu wollen, vielleicht ist jetzt doch der geeignete Zeitpunkt für eine kontrollierte, bedachte Handlung. Bestimmt. Wenn du mit der gebotenen Ruhe vorgehst, gelingt es dir sicher, den Druck vom Kessel zu nehmen, bevor ein Unglück passiert. Ich muss dich eindringlich bitten, diesen Ton abzustellen. Siehst du nicht, dass du die ganze Idylle zu zerstören drohst? Nein. Das ist doch zu den Waffen! Man hat uns den Krieg erklärt! Blast das Horn! Dieser Ton muss Ruhe bewahren. Na, es reicht. Ich halte das nicht mehr aus. Bei diesem Lärm kann man einfach nicht anders, als die Beherrschung zu verlieren. Zu den Waffen! Oh. Endlich begann der lustige Teil des Rollenspiels. Vollkommen entfesselt stürmte die Gruppe auf das Schlachtfeld. Angriff! Allen voran Lillegrim, die wutentbrannt ihr Berserkerschwert kreisen ließ. Und während in der Anstalt die Würfel rollten, rollten in Hot, Motigur, Koboldköpfe. Manchmal war es offenbar doch angebracht, seiner Wut freien Lauf zu lassen. Verderben! Die Schlacht war kurz. Die Kobolde hatten dem unbändigen Zorn der Gruppe nichts entgegenzusetzen. Die Pläne des Koboldkönigs. Die Petras Füße. Das ist ein bisschen verkrampft so, ne? Ja, geil. Gar nicht so schlecht. Wo waren wir gerade? Hier. Wir hatten dem unbändigen Zorn der Gruppe nichts entgegenzusetzen. Die Pläne des Koboldkönigs waren vereitelt. Lillegrim fand den besiegten Monarchen unter einem Stützpfeiler des Stauders. Ah, ja, sehr schön. Ja, die geschälte Kartoffel und dann wie der Mund von dem Koboldkönig ist so ausgeschält, aber die Schale bewegt sich noch hier. Lilly, arme törichte Lilly, das war ein schrecklicher Fehler. Lillegrim wunderte sich noch, als sie über sich ein bedrohliches Knacken hörte. Knack. Husch. Als die rosaroten Fluten verebbt waren, bot sich unseren Helden ein einmaliger Anblick. Das Tal der unbequemen Erinnerungen. Na, guck sich das einer an. Ich muss sagen, ich bin schwer überwältigt. Wir sollten nicht hier sein. Ha! Du bist und bleibst ein Scherzkeks-Schnippo. Nein, ich meine das ernst. Das Tal ist verflucht. Ich habe gehört, dass... Moment mal. Lilly? Was ist denn los mit ihr? Wow!
Erfahrungspunkte? Lilly hatte die Wahrheit gesehen. Sicher könnt ihr euch vorstellen, wie es ihr jetzt ging. Könnt ihr nicht? Tja, wer weiß schon, was so im Kopf eines kleinen Mädchens vor sich geht. Geht es dir gut, kleines Mädchen? Kleines Mädchen? Hallo? Alles klar bei dir? Ich hab mir Sorgen gemacht, weißt du? Spinn ich? Oder ist es hier gerade kälter geworden? Tja, da. Ja, ist auch. Einfach krass. Wie hier diese Schere zwischen dem, was bei Lilly im Kopf vor sich geht, in diesem eigentlich. Ja, in diesem Moment halt. Nochmal so krass betont wird, ne? Dass man. Dass man halt jetzt quasi als Spieler so allein gelassen wird damit, was diese Erkenntnis für eine Bedeutung hat, ne? Ich meine, man sieht einfach nur, dass es einfach einen unfassbaren Eindruck auf Lilly machen muss. Aber man weiß halt nicht, was. So. Was macht es mit Lilly? Ist es jetzt zum Guten, zum Schlechten? Man wird damit einfach allein gelassen. Das ist, ganz schön gänsehautig so, ne? Auch irgendwie, dass man, ja, durch dieses Rollenspiel, durch dieses gemeinsame Erleben dieser Trance-Welt halt irgendwie diese Reise an diesem Punkt in Lillys Psyche machen kann, wo halt diese Erinnerungen irgendwie noch zugreifbar sind und sie halt quasi freikämpfen kann. Und dann hat sie diese Kobolde, die sie für sie halt irgendwie, ne, die ja immer mehr werden, so in ihrem, ne, die tauchen halt immer mehr auf und werden auch immer größer und hässlicher sozusagen, das ganze Spiel und hier findet sie halt irgendwie durch diese gleichgesinnte Gruppe an Mitaußenseitern sozusagen halt irgendwie die Kraft, diese zur Belastung gewordenen oder diese Blockaden, die halt irgendwie unheimlich geworden sind, zu zerschlagen und sieht halt das erste Mal, was dahinter ist, so. Und das Ganze bleibt halt aber unausgesprochen, ne? Man sieht halt tatsächlich nur das Explizite, nicht das Implizite so hier. Und es wird nicht weiter kommentiert. Das, da ist schon was drin. So. Ja, ab wie viel Jahren ist das Spiel nochmal? So. Ich würde sagen, wir sind jetzt schon 3 Stunden und eine Viertelstunde unterwegs. Und das ist, glaube ich, auch ein ganz guter Punkt hier, um einen Break zu machen, weil wir uns ja jetzt auch so langsam auf die Zielgerade zu bewegen im Let's Play. Und deshalb würde ich sagen, dass das ein ganz guter Schluss für die heutige Folge hier ist. Ist Lilly in deinem Kopf eigentlich böse? Ich weiß nicht gar nicht, wie ich diese Frage besser formulieren soll. Ja, verstehe ich. Ist auch eine gute Frage, finde ich. Und nein, in meinem Kopf ist Lilly nicht nicht böse. Nein. In meinem Kopf ist Lilly unter einem maximalen psychischen Druck, der sie quasi fremdbestimmt agieren lässt.
Und auch die Stellen, wo sie sich selber quasi wie so ein Ventil Freiheiten nimmt, darüber hat sie halt durch den Druck, der halt auf sie einwirkt, nicht wirklich Kontrolle, wo sich ihr Wille zur Freiheit oder zur Selbstbestimmtheit Luft verschafft und halt wie so ein Deckel, der halt auf den Kochtopf gepresst wird, halt irgendwo anfängt zu pfeifen. So. Sie hat einfach keine Kontrolle darüber. So, und deswegen, es trifft natürlich halt irgendwie unterbewusst, also es hier ist Böses am Werk, aber es ist nicht Lilly ist halt quasi wie ein Ventil für dieses Böse sozusagen, nicht selbst verschuldet, so sehe ich Lilly. Also sie ist quasi sie ist im Prinzip das Opfer einer Art von Misshandlung durch ihr Umfeld in der Klosterschule, also hauptsächlich eben durch die Oberin und dann durch ihre Mitschüler, und das halt eben mit ihr und ihrer Psyche nicht richtig umgegangen wird sozusagen, führt halt dazu, dass dieser Druck, der auf sie auswirkt, durch sie selber halt in böse Handlungen sich halt ausdrückt, sage ich mal. Und natürlich kann man sagen, es ist halt Lilly selber, die diese Sachen tut, so. Aber es wirkt durch sie. So. Und das ist eigentlich meine Antwort auf diese Frage. Also ich sehe halt Lilly so als Opfer, und natürlich ist es halt irgendwie schlimm, was halt dadurch angerichtet wird, so durch diesen Prozess ihres Weges zum selbstbestimmten Handeln sozusagen, was dafür für Opfer quasi gefordert werden. Aber es ist halt insofern ist vielleicht tatsächlich Harveys Neue Augen das Spiel, das am nächsten an eine Art Happy End rankommt von meinen Spielen. Irgendjemand hat es vorhin im Chat geschrieben, so, als wir bei dem Thema waren. Genau, aber es ist natürlich halt alles ultra brutal und zynisch, trotzdem, wie sich halt wie Lillys Heldenweg in wirklich sehr großen Anführungszeichen, genau, wie der vonstatten geht. So. Naja, es ist halt eigentlich mehr, dass Lilly keine Eltern hat, sondern halt quasi als Waisenkind aufwächst, ist halt eigentlich mehr ein Motiv, das als einem schneller verständlich macht, dass sie halt in einer für sie feindlichen Umgebung am Anfang des Spiels ist. Ne? Es ist einfach der Topos, um zu zeigen, Lilly ist halt nicht zu Hause. Ja. So, und jetzt können wir es ja auch dabei belassen. Ne? Man soll ja quasi sein Werk auch nicht selber
sein Werk nicht selber interpretieren. Vor allen Dingen soll man sich selber nicht sprechen lassen dabei. Was ist denn hier los, sag mal? Ich möchte nicht, dass du so mit mir redest. Redest du mit mir auf diese Weise, nur wenn andere da sind? Oder redest du auch so mit mir, wenn wir da sind? Oder was ist denn hier los, sag mal? Irgendwas stimmt hier nicht mit meinem Kopf. Okay, gut. Entschuldigung. was wollte ich gerade sagen? Quellec, dankeschön. Ich dachte, du hast nochmal 10 Abos reingehauen. Ich konnte gerade nicht, ich war gerade in der Schleife gefangen. Aber danke auf jeden Fall dafür. Warte mal. Ich muss hier irgendwas, der Automod hat irgendwas zurückgehalten. Jetzt habe ich nicht gesehen, was das war. Jetzt sehe ich es immer noch nicht. Achso, wahrscheinlich war es einfach Schnauze. Was hält eigentlich mein Psychiater von dir? Ich weiß nicht, als ich ihn zuletzt gesehen habe, dass ich mir halt so ich wollte gerade halt in die Praxis und der kam mir halt irgendwie so mit gepackten Koffern entgegen und dann so, haben wir nicht jetzt eine Sitzung? Und er so, ja, gehen Sie schon mal hoch, Herr Baumann, gehen Sie schon mal, setzen Sie sich schon mal hin, ich bin dann auch gleich da. Haben Sie gesehen, ob ein Taxi da unten schon steht? Wie jetzt ein Taxi? Ich dachte, wir haben jetzt, Nö, ist schon gut. Komisch. Seltsam war's. So. Ja, ich danke euch, dass ihr wieder so schön, ihr so nett euch beteiligt habt, meine Ausflüge mitgemacht habt, trotz allem. Und jetzt gucken wir doch mal. Ach, guck mal, hier. Hier sehe ich jemanden, den habe ich noch nicht mal gefollowed. Das mache ich aber gleich. Folgen? Ja. Und jetzt raiden wir mal diesen netten Herren. So. Nein. Lego habe okay, und dann sage ich schon mal tschüss und schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich habe es eben schon gesagt. Das nächste Mal, normalerweise sage ich ja immer, wann ich das nächste Mal streame. Okay, Mittwoch ist wieder Reaction, Samstag auch wieder. Ich glaube, das kann ich schon zusagen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich meinen Kalender da richtig interpretiere. Ich mache auf jeden Fall auch mindestens einmal in der Woche ein Konzept, wahrscheinlich wieder 12.30 Uhr. Am Montag könnte es auch soweit sein. Und Sonntag in einer Woche dann ist unser nächster Bandstream in Team, zusammen mit meiner Band, mit Baumann, Berg und Pokinson, also mit den anderen beiden aus unserem lustigen Trio. Und da spielen wir wieder Live-Musik aus dem Bandkeller. Und jetzt geht's rüber. Wir gehen zu dem guten Eos Andy. Den habe ich mir rausgeguckt. Tschüss.